Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Sir Lector vom Team Jonetsu und ich grüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Jonetsu to go. Leidenschaft jederzeit und überall. Und ja, passend zum Pride Month und der Aktion Hashtag Pride and Passion gibt es heute mal eine ganz besondere Podcast-Folge und zwar zum Thema Forbidden Love. Ich hoffe, ihr kennt jetzt alle das Meme. Eben nicht so wie meine heutigen Gäste. Und zwar dreht sich nicht um Inzest, wie man denken würde. Ich schaue hier jetzt mal nicht explizit meine heutigen Gäste an, sondern ums Thema Girls Love, die einzig wahre Form der Liebe. Über das Thema Inzest kommt dann irgendwann mal ein Podcast. Und ja, ich würde sagen, ich stelle euch erstmal die Gäste vor. Man kennt sie tatsächlich schon aus vorherigen Folgen. Zum einen hätten wir da die Jute Seni. Hallo. Die Melli. Hi. Und der Tyron. Hallöchen. Und ja, Girls Love, ne? Ein wunderschönes Thema, über das viel zu selten geredet wird. Und vor allem heute, da erwarten euch einige, ja, ich sag mal, Hot Takes unter anderem. Und ja, was soll ich groß sagen, außer wir fangen mal an mit dem ersten Punkt, weil für die Melli habe ich ausnahmsweise sogar mal eine grobe Struktur gemacht. Ich war skandalös bei mir. Und ja, wir fangen erstmal an mit dem Thema, wie kamt ihr überhaupt zum Thema Girls Love? Weil man denkt ja nicht so, ja, ich will jetzt erstmal sehen, wie sich zwei Mädchen küssen. Ja, fang mal an. Ich? Warum ich? Ich habe nicht gesagt, dass du anfangen musst, einer von euch. Ich kann auch anfangen, komm. Keine Ahnung, ich habe als erstes habe ich natürlich irgendwie mal einen Boys Love in der Hand gehalten. Und irgendwann kommt man ja auch darauf, dass es ja auch Girls Love gibt. Und ich weiß aber gar nicht, was mein erster Titel war, was ich in der Hand gehalten habe. Da muss ich leider passen, da kann ich keine Antwort dazu geben. Aber ja, ich erinnere mich, das dann irgendwie auch übers Internet gesehen zu haben, aber ja, ein bisschen schwierig, das Thema irgendwie in Deutschland aufzugreifen, beziehungsweise Titel zu finden, die einem überhaupt das Thema Girls Love behandeln, beziehungsweise auch einen ansprechen. Da tue ich mich leider immer noch sehr schwer, muss ich gestehen. Genau. Ja, wer macht weiter? Ich bin Gentleman und sage, die Ladies dürfen zuerst. Weißt du, da mache ich diese Geste nach dem Motto Boys first, aber du siehst sie nicht. Das ist kacke. Okay. fuck. Ja gut, ich glaube, ich habe ja kein Problem damit, das zu sagen. Also bei mir kommt ja das Interesse nicht von irgendwo her und dementsprechend, ich habe mich schon relativ früh damit beschäftigt, aber damals halt auf einer anderen Ecke, so Richtung Fanfiction und sowas und irgendwann ging es halt Richtung Mangas, aber zu dem Zeitpunkt gab es halt eigentlich so gut wie gar nichts. Und ja, dann hab ich sehr lange nichts mehr in dem Bereich gelesen, weil, wie gesagt, es gab ja viele, viele Jahre über, gerade hier im Westen, gab es wirklich gar nichts großartig zu lesen. Und mittlerweile hast du schon, gerade auch wenn du Englisch liest, hast du ein bisschen mehr Auswahl. Oh ja, auf Englisch hast du ordentlich Auswahl. Ja. Und wenn du dann noch Japanischen dazu zählst, und dann hast du wirklich, also ich bin mittlerweile da so volle Kanne drin und genieße das auch total. Und ja, mittlerweile, glaube ich, habe ich mir auch eine gewisse Expertise dadurch angeeignet, dadurch, dass ich einfach so gefühlt bei allem direkt weiß, okay, wenn du mir das Cover schon zeigst, ah, das ist der und der Manga, da geht es da und darum. Und wenn jetzt eine Lizenz angekündigt wird, dann habe ich sie meistens auch schon hier im Schrank stehen. Das spricht ja auch irgendwie für sich. Also, ja. Was mal dazu. Ja, dann jetzt der Tyron. Ja, also bei mir fing das an mit, ich habe den Manga wir beide gekauft. Yay. Den muss ich auch endlich mal holen. Und ja, dann habe ich. Und da ich mich allgemein mit
weiblichen Figuren eh besser identifizieren kann, weil mir die meisten Anime-Jungs mir irgendwie immer, na, die sind immer komisch. Ich weiß ja, deswegen, auf dem Punkt muss ich sagen, ich habe das so gedacht, Mann, ich finde das viel schöner so. Und dann habe ich dann das dann auch öfter mal gelesen. Es ist nicht so, als ich hier das andere auch nicht mag, aber ich finde das irgendwie immer, weiß nicht, irgendwie finde ich, sind Frauen da irgendwie ein bisschen romantischer und nicht ganz so auf den Kopf gefallen bei sowas. Naja, ne? Frauen for the win, ne? Und ja, dann kommt jetzt meine Story. Ja, ich denke mal, bei mir war es unter anderem dadurch, dass ich wahrscheinlich das eine oder andere Girls Love Shipping und Co. schon damals zu meiner Anime-Zeit hatte. Zumindest halt die guten alten, ja, Sunny Charakter XY ist so ziemlich wahrscheinlich bisexuell und stört sich dann doch nicht daran, dass sie gerade ein bisschen dem Charakter AB doch sehr nahe kommt. Doch richtig der erste Girls Love war, bin ich damals dann bei Chan von Applebohr, der hat ja auch mal einen Manga-Kanal, falls sich der eine oder andere von euch daran erinnern, da hatte er den Manga High School Girls vorgeschlagen. Und das klang richtig cool, waren nur zwei Bände, habe ich mir geholt, genossen. Und ja, schon war ich hooked. Problem war, zu der Zeit, wo damals High School Girls rauskam, gab es nicht wirklich viel Girls Love. Sprich, danach war halt erstmal wieder so eine, ja, kleine Durststrecke, leider Gottes. Ich habe den bei mir auch stehen, habe den leider immer noch nicht gelesen. Hat gute Sexszenen. Dann freue ich mich umso mehr. Aber ihr beide, Pflichtlektüre, wir beide, das gehört wirklich dazu, das ist der Klassiker schlechthin, also den wollte ich auch im Podcast generell ansprechen, weil es, glaube ich, mit der erste ist, der tatsächlich auf Deutsch und auf Englisch erschienen ist, damals auch bei Carlsen. Und ja, es ist wirklich eine schöne Story. Also man merkt, dass es halt schon ein bisschen älter ist. Aber ich glaube auch, es wird noch auf den aktuellen, also wenn du jetzt guckst, was jetzt aktuell gerade so zur Verfügung steht, würde ich tatsächlich, bevor ich irgendwas nur eingeschränkt empfehle, würde ich tatsächlich eher den Klassiker empfehlen, einfach weil, klar, da ist viel mit Schminken und Schulsetting und ja, mit dieser Clique und was weiß ich was, aber wenn du es nur auf die beiden Mädels runterbrichst, auf die Story zwischen den beiden, wie sich die entwickelt und, ne, also wie sie am Schluss dann, ja, logischerweise auch zusammenkommen, kann man sich ja wahrscheinlich denken. Es ist toll, es ist einfach, also ich hätte nicht gedacht, ich habe das jetzt vor kurzem wieder gereadet. Es gibt als Einzelbände auf Deutsch und auf Englisch, logischerweise, aber es gibt auch so zwei Massivbände auf Englisch, die dann noch, also die ganzen Bände sozusagen zusammenfassen, und da spielt auch viel dieses, was passiert, wenn du nicht offen kommunizierst, also wenn du dir gewisse Sachen denkst und halt nicht ansprichst oder halt gewisse Missverständnisse, aber nicht diese Art Missverständnisse, die wir öfter in Mangas haben, wo du denkst so, boah, muss das jetzt sein, sondern diese Art, wo du denkst, ja, da steck dich auch mal in der Situation und kann ich vollkommen nachvollziehen, dass sie das irgendwie falsch aufgeschnappt oder so interpretiert hat. Und deswegen, wie gesagt, ich würde dem jedem empfehlen, tatsächlich immer noch, weil ja, so ist wirklich ja, gut. Also Florian hat ihn auch gelesen. Also er war aber mein erster in dem Bereich. Ja. Aber mit dem Missverständnis noch nicht. Aber das mit dem Missverständnis ist halt wirklich so. Ich habe da mal, das ist kein Girls, aber da heißt der Begata Kahai und da gibt es einen Moment, Begata Hekei. Irgendwann nur so, ach, redet doch mal miteinander. Ja. Das war so schlimm, das war so schrecklich und das ist hier nicht so. Ja, also ich höre ja immer wieder hier, es gibt keine guten Girls Love Titel oder so, dann sage ich immer nur, Leute, ihr grabt einfach nicht so tief und ja, also wir nee, beide. Ganz ehrlich zu sagen, es gibt keine guten Girls Love Titel, ist einfach nur ignorant. Es gibt in jedem Bereich gute. Es gibt auch ein Boys Love gute Girls Love Titel.
Für einige musst du nicht mal großartig tief suchen. Bestes Beispiel aktuell Kaze-san. Ja, Kaze-san ist das Beste, was du auf Deutsch... Wir hatten, also ich habe schon öfter mit Seni drüber gesprochen, über so Yuri-Stuff, weil irgendwie mit mir zu talken, da kommt man irgendwie immer wieder auf das Thema Yuri. Und Kaze-san ist wirklich auch einer der Titel, ich sage... Das kannst du jedem empfehlen. Da gibt's, das ist, du hast komplett Paket. Das ist witzig, aber du hast auch irgendwo, du glaubst auch, dass das jetzt irgendwie, also dass die auch richtig aneinander interessiert ist. Das ist wirklich aufgesetzt oder so wie bei vielen anderen. Also, ja, aber wenn also, ich kein Angebot hat, holt's euch. Ich meine, es wird ja jetzt gerade auf Deutsch immer neu aufgelegt. Also, wenn man und es sind nur 5 Bände. Ja, eben. Also, das ist überschaubar. Dazu es zeigt halt auch wirklich, ganz ehrlich, so läuft eine Teenie-Romanze ab. Weil man spürt halt wirklich diese sexuelle Spannung zwischen den Hauptcharakterinnen. Das ist nicht wie in anderen Manga, ja, so, oh ja, mal Händchen halten und so. Nee, du merkst, dass sowohl die Kaze-san wie auch Yamada hieß sie, oder? Ja. Ja, dass schon. Die halt durchaus auch ein sexuelles Bedürfnis halt durchaus den anderen auch sexuell sehr anziehend finde und ja, ne? Gerade Gott, in einem Werk war das schlimm, war das Kimi Todoke, da haben die nach einem Jahr als Händchen gehalten. Oh, bleib mir weg mit Kimi Todoke. Der wird ja als ach so toller Shoujo betitelt und ich habe den Anime angefangen zu sehen und es hat mich frustriert. Und als ich dann gehört habe, eben wie hier nach einem Jahr mal Händchen halten, war ich so, nope! Vor allem keine 30 Bände. Bei 30 Bänden Shoujos erwarte ich aber auch wirklich mal Sex. Ja, aber gut, das ist bei Yuri sowieso so ein Ding, ne? Also das ist alles sehr gemächlich. Also, wenn man... Deswegen ist Kaze-san ist ja so toll. Weil Kaze-san, ja. Das merkst du halt, Kaze-san möchte Yamada schon gern mal. Ne? Ja, aber andersrum auch. Ja, andersrum sowieso. Ich würde halt sagen, Kaze-san ist die größere Perverse von den beiden. Die möchten sich halt nur gerne mal lieb haben. Ja. Und wer die pimpern am Ende des Mangas nicht? Was? Ich möchte ja auch ein bisschen, dass bitte das nicht nur eine Obszönitäten. Aber ich bin das froh, ist mein Podcast. Da schauen Jüngere vielleicht zu. Mir doch egal. Also, aber ich bin froh, ich weiß, manche sagen so, warum hat er überhaupt Großformat bekommen? Die Zeichnungen geben das gar nicht her. Aber ich bin froh, dass irgendjemand dem quasi durch das Großformat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt, weil das hat der einfach verdient. Und ich bin ganz froh, dass ich den auch in so einer schönen Qualität, die bei mir im Regal stehen habe. Ganz ehrlich, ich finde die Zeichnungen verdienen Großformat. Ich finde die Zeichnungen sind echt schön. Und ich finde die auch schön. Warte, ich komme halt auch so diese kleinen Nuancen im Manga immer wieder so gut rüber. Zum Beispiel dieser schüchterne Blick zueinander oder dieser... Ich hatte es ja in meinem ersten Druck schon gesagt, dass man richtig diese sexuelle Spannung zwischen den beiden halt spürt. Und das kommt durch dieses Großformat nur noch besser, weil du halt diese Blicke auch viel besser wahrnimmst. Gibt's doch da die Szene in der Umkleide, wo die dir beim Umziehen zuguckt. So. Oh, ja. Ich fand eher die Szene interessant, wo Kaze-san hören wollte, wie Yamada auf Klo ist. Das bildest du dir ein. Du kannst mir viel erzählen. Kaze-san ist eine Perverse. Da sind wir uns uneins. Halten wir das mal so fest. Du willst ja nur nicht eingestehen, dass deine geliebte Kaze-san eine Perverse ist. Ihr seid euch einig, dass ihr euch uneinig seid. We agree to disagree. Und passend zu Kaze-san ein gutes, ja, Gegenbeispiel. Das ist tatsächlich einer der wenigen Girls Love Anime, weil man muss sagen, es gibt viel zu wenig Girls Love Anime. Da muss. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar Sakura Trick. Hä? Das muss ich nachschlagen. Kennst du nicht? Bin ich enttäuscht. Guck kein Anime! Ich dachte, das kommt um die Ecke. Da müsstet ihr hinterm Mond leben, wenn ihr den nicht gekriegt habt. Aber es ist schon wieder so ein Style, der mich null anspricht. Ja, Sakura Trick war halt so ein Ding. Das war zwar unterhaltsam, aber rückblickend denke ich mir so, da passierte halt irgendwie nichts. Ja, die hatten zwar Gefühle füreinander, ja. Doch. Und die küssen sich nicht. Ja, die küssen sich.
Aber irgendwie fühlte sich das nicht so richtig aber es heißt nicht richtig Girls Love mäßig an. Es war so keine Freundschaft? Freundschaft ja, plus? du hast ja schon fast Freundschaft plus, du hattest irgendwie das Romantische hat gefehlt für mich. War das Es dann war eher so dieses jugendliche Erforschen oder? gefühlt, ja, ich finde, man es kam nicht gut rüber, dass die beiden was füreinander empfinden, sondern es wirkt halt eher so, ja, Comedy-Momente und ha. Und ja, dann mal ein Zungenkuss. Mich würde interessieren, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, welche ihr außer denen, den er jetzt genannt hat, kennt und welche eurer erster war. Also Anime generell. oder Manga? Anime, wir reden ja gerade über Animes. Welche der erste Yuri-Anime war tatsächlich? Oh, schwer. Halt full on Yuri oder impliziertes Yuri. Weil über impliziertes wollte ich später halt noch reden, weil full on Yuri war, glaube ich, tatsächlich Sakura Trick. Wenn ich gerade mal so meine Complete-Liste durchgehe. Also, das ist impliziert. Also auch Also geht shipping-mäßig. dann noch mal auf im, also auf wo es dann Also auch ich noch habe, mal angehen. ich gucke keine Anime, weil ich lese lieber, aber ich war bei der Anime Night vor ein paar Monaten von Kaze und da wollte ich Kaze-san anschauen und da lief auch eine Folge von Citrus, dann lief komplett Fragtime Fragtime und ist toll. dann erst zum Schluss kam Kaze-san. Wie hat dir Fragtime gefallen? Ja. Geht. Ich Es weiß, ist ein sehr war auch nicht so. seltsamer Girls Love, ne? Ich bin ja immer für weird, aber das, ich weiß Ich nicht. Das war weiß so zu wenig. nicht. Ich bin alleine, ey. Das ist. Oh. Das Mein war mir Problem ist, irgendwie zu wenig. ich habe auch, ich sag mir irgendwie, dass ich eine ganze Zeit lang keine Animes geguckt habe, sondern immer direkt Manga gelesen habe. Also, du hast keine gesehen, großartig, oder was? Oder ein paar, also was ich letztens erst gesehen habe, das war aber auch nur so impliziert, das war Other Side Picnic oder Other World Picnic. Wie hieß es nochmal? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dieser Picknick. Ja. Wo Wenn du die halt nicht. wo die in eine andere Welt gehen und dann irgendwelche Monster jagen. Ja, bin ich nicht so der Fan von. Das war, ja, das war okay. Das war okay. Das konnte man sich ansehen. Es gibt nicht so viele und dann gibt es dann halt auch nochmal das Problem, dass du halt, was wird als Yuri getaggt, was ist tatsächlich dann auch Yuri? Was ist nur Shipping? Ja, also was ist reines Shipping? Ja, was ist dann einfach, Impliziert. wie war der Begriff Queerbaiting? Also ich glaube, Ich hab. mein erster, der tatsächlich auch so, der ja auch irgendwo explizit ist, ist Kanazuki Numiko, nur ist er kein gutes Beispiel als Yuri, weil du siehst halt, dass die am Anfang halt mit auch dem Typen, die datet den und so, und erst am Ende hin kommt die tatsächlich dann mit ihrer Freundin zusammen und so. Also die Message hinter Kanazuki no Miko mag ich. Es gibt ja auch zahlreiche Spin-offs zu den beiden. Also dieses, dass du eine Seelenverwandte hast und dass man sich immer wieder findet und so weiter. Also, und ja, also wie gesagt, Kanazuki no Miko kann ich einiges ankreiden, aber dieser Grundgedanke dahinter. Aber es war kein guter. Also wenn ich jetzt etwas Aktuelles empfehlen würde, wo ich tatsächlich mir wirklich einteile, ich tue mir wirklich so wie so Süßigkeiten für besondere Anlässe so ein bisschen immer wieder mal so eine Folge gucke ich, ist Adachi to Shimura. Kannst du derzeit bei, ich glaube, Wakanim gucken? Ist aktuell der Light Novel auf Englisch verfügbar und auch der Manga kommt jetzt auch auf Englisch raus. Vielleicht bringen wir den auch auf Deutsch. Ich würde es mir wünschen. Also das Ding ist purer Zucker. Ich glaube, ihr würdet ihn alle lieben. Was Aber Light Novel? ja, es gibt, der Manga kommt jetzt auch raus. Aber halt, wie gesagt, es ist auch auf Englisch. Vielleicht guckst du dir zumindest den Anime an, auf Wakanim. Vielleicht kennst du jemanden, bei dem du das gucken kannst. Ich krieg einen Wakanim ist Zucker. kostenlos. Wakanim ist eh kostenlos.
Ich glaube nur, wenn du es auf Deutsch unbedingt haben möchtest, dann kostet das Geld, ne? Nee, wenn du es eine Woche vorher haben willst, kostet es Geld. Ah, okay, dann bringe ich auch was durcheinander. Du verwechselst gerade mit AOD. Ja, sorry. Also schaut mal in den Reihen. Das ist mit eins der besten. Also ich habe noch nicht alle Episoden geguckt, aber das ist für mich guter Yuri. Also wo ich das alles auch abnehme und wo ich den Manga feiere, den Light Novel, wie gesagt, noch nicht so richtig gelesen habe, weil Englisch und dafür muss ich in der richtigen Mut sein. Aber auch den Anime bisher total feiere. Bei vielen Yuri-Animes bin ich ja so, fühlt man sich danach so ein bisschen veräppelt, ehrlich gesagt, oder denkt sich so, ja, brauchte es das? Und so richtig explizite gibt es ja nicht so viele. Von daher, meist ist es ja eher so Shipping-mäßig, ne? Ja, dazu kommen wir nachher auch noch. Dann, wenn du jetzt gerade was ganz Modernes vorgeschlagen hast, komme ich jetzt mal zu was sehr, sehr Altem und was wahrscheinlich keiner hier kennen wird, außer vielleicht du, Melli. Kanamemo. Kanamemo? Ja. Ich muss die Hälfte hier nachschlagen. Die Sache ist, das ist an sich ein Comedy Slice of Life Manga, wo es halt nur um Mädchen geht und klar wird man da erwarten, okay, das ist dann halt einfach nur wieder Bait, ne? Man kennt's, dass sie halt eigentlich mehr sind als nur Freunde, aber offiziell sind sie nur Freundinnen. Jedoch gibt es tatsächlich zwei Mädchen in diesem Anime und Manga, die offiziell zusammen sind. Da liegt nicht der Hauptfokus drauf, aber ich finde es tatsächlich, was ich an Kanamemo einfach mag, ist diese erfrischende Komponente, dass die halt auch wirklich zusammen waren, also zusammen sind und nicht nur, ja. Wie bitte? Ob das auch gezeigt wurde? Weil ja. Ich kann mich an den nicht mehr erinnern. Ich habe den da gerade nachgeguckt. Da wurde schon was gezeigt. Meine ich. Ich müsste noch mal gucken. Kanamemo war so ein süßer Comedy Slice of Life Manga und Anime. Kann der überhaupt auf Deutsch? Das ist Slice of Life. Also nein. Sad. Der war richtig, richtig knuffig und ach Gott, ich hab noch mal Bock auf einen Rewatch. Ja, hat sonst noch einer von euch Girls Love Anime? Muss leider gute passen. Gute Stimme. Ja, das meiste lese ich. Ich halt auch. Und ich bin mittlerweile, also es gab Zeiten, da habe ich auch richtig krass nachgesucht und so. Aber du fängst so viel an, was dann einfach nicht das verspricht, was es. Also, ne? Was ja, ich einfach weiß, was du meinst. Und ich meine, die bekannteren, wir haben Citrus, hat eine Umsetzung bekommen. Es gibt Bloom Into You, hat eine Umsetzung bekommen. Fractan hat eine Umsetzung bekommen. Jetzt überlege ich, was hat noch. Wie gesagt, Adachi to Shimura hat eine Umsetzung bekommen. Wahrscheinlich noch ein paar andere, aber das sind wahrscheinlich die, die wahrscheinlich am ehesten den Leuten was sagen würden. Und ja, aber wie gesagt, es ist genau Netsuha Trap. Wenn man sowas total nicht sich dran erinnern möchte, ne? So ist das gerade. So Netsuha Trap ist so, schlimm. Soll ich mich mal unbeliebt machen? Ja, du magst den? Nein, schlimmer. Ich konnte mit Bloom Into You nichts anfangen. Ich finde gerade die drei, also das sind ja die, die am meisten sozusagen im Fokus stehen, wenn du halt Girls Love, egal ob du jetzt Yuri oder Manga, ist es meistens Netsuha Trap, Citrus und Bloom Into You, das sind die, die glaube ich, die größte Aufmerksamkeit bekommen haben. Ja, sind so. Und ich finde, du kannst an allen dreien was aussetzen. Citrus ist kein Meisterwerk. Wie gesagt, ich mag Citrus. Ich habe es in dem Beitrag für Nani schon gesagt. Dieser Manga hat seine Stärken, aber es gibt auch, also ich finde es falsch, den in den Himmel zu loben. Ich finde es falsch, dass der so der Repräsentant des Genres geworden ist, weil dem wird er einfach nicht gerecht. Also weder der Manga
Und also ich weiß nicht, ob der eine oder andere Jury, also ich finde, die falschen Juries bekommen eine Anime-Umsetzung. Und ich kann verstehen, dass viele dann sagen, ich gucke keine Jury. Ich würde eher sagen, es bekommt die Jury-Manga eine Umsetzung, die am ehesten massentauglich sind. Das ist halt ein Citrus, weil, oh ja, Hupen. Und da geht es halt auch mal ein bisschen mehr zur Sache. Okay, es werden jetzt nicht direkt Nippel gezeigt, aber die laufen ja schon gern mal im BH und Co. rum. Bloom Into You verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum der eine Anime-Adaption bekommen hat. Also da hätte ich von Grund aus schon andere gewählt. Und Netsuzo Trap, ja gut, Sex. Sex Sales, sind wir ehrlich. Aber über die wollte ich auch nochmal sprechen, über die über die Mangaka, weil ich bin kein Fan von der. Und ich glaube, keiner, der wirklich mehrere Girls auf gelesen hat und wirklich richtiger, was heißt richtiger Fan, das klingt da total böse, aber jeder, der Kase-san und also die richtig guten Juris gelesen hat und auch gute Juris gesehen hat, Netsuza Trap, also ich mag die Autorin nicht und ich mag nicht, dass sozusagen so viele Werke von ihr gekommen sind, weil wir haben ein schon unterrepräsentiertes Genre, wo wir kaum Auswahl auf Deutsch schon gerade haben und wo es dann umso wichtiger ist, das ist das, was mich ja immer wieder aufregt, umso wichtiger ist, dass wir überdurchschnittliche Mangas oder noch besser halt nach Deutschland geholt werden und stattdessen haben wir jetzt halt von ihr alleine schon 3 Mangas, glaube ich. Wenn nicht sogar 4. Ja. Ich sag mal so, Naoko Kodama, ich mag sie auch nicht. Also, ich finde, ihre Manga sind halt auch nicht das, was man Girls Love nennen würde. Zum Beispiel, ich habe ein Werk von ihr gelesen, das war, ich glaube, auf Deutsch dieser geliebte Mangaka oder so, auf Japanisch Renai Manga. Und den habe ich auch gelesen. Der war langweilig. Da war null Girls Love bis zum Ende, wo es auf einmal hieß, ja, sie sind jetzt wohl irgendwie verheiratet oder sowas. Es war halt auch nur ein Band, das merkst du halt auch einfach. Selbst in einem Band kannst du so viel mehr erzählen. Mhm. Also, Renai, ich weigere mich, den als Girls Love zu betiteln. Ich habe ihn geschenkt bekommen, von daher bleibt er in meiner Sammlung, aber ja, ansonsten hätte ich den auch schon aussortiert. Und ansonsten hat es noch Kokitus, der Name an sich ist schon scheiße. Und dann haben wir noch Welt ohne Freiheit und das, also den hasse ich wie die Pest. Also diesen. War das nicht sogar mit Rape? Ja, genau. Also ich habe nichts gegen Psychological oder ein bisschen darkeren Yuri, aber das ist einfach ein... dieser Manga, der tut dem Genre nicht gut, der passt überhaupt nicht. Von vorn bis hinten, das hat kein Mensch gebraucht. Wirklich. Und diese Kokitus, das ist ja eine One-Shot-Sammlung, ist wie Eclair, kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Und das ist das Traurige, weil die Leute, die halt nicht so wirklich sich mit dem Genre großartig befasst haben, dann siehst du halt bei Insta immer wieder Eclair, Eclair und dann holen sie sich und dann denken sie sich, ja, wow. Ja, Eclair fällt für mich eh schon weg, weil zensiert auf Deutsch, beziehungsweise es wurde eine Geschichte rausgeschnitten. Warum? Und weil dort eine Charakterin halt sehr, sehr jung aussah und die andere sehr, sehr alt. Also sehr starkes Age Gap. Ich glaube, die eine sollte äußerlich sogar eine Grundschülerin ähneln, angeblich. Und da hatte Jokaps das auch im letzten Livestream kurz erzählt über hier Let's Talk About Sex oder so. Und dort haben sie halt gesagt, so wie es rüberkam, scheint es auch nicht irgendwie aus rechtlichen Problemen gewesen zu sein, sondern einfach, dass er halt eine gewisse Grenze nicht überschreiten möchte. Wie gesagt, ist gerade sehr lose wiedergegeben. Ich kann mich gerade auch irren. Schaut am besten den Livestream selber nochmal. Und ich sag mal so, ich verstehe es aus Marketing-Sicht. Das muss man halt auch letztlich immer noch sagen. Ich habe auch großen Respekt vor dem Jokaps. Der Typ ist der geborene Verkäufer. Der kriegt dir jeden Scheiß verkauft, wenn er will. Aber ich teile seine Ansichten bei weitem nicht. Und aus einer Marketing-Sicht verstehe ich Zensur und Co. und rausschneiden easy.
Jedoch, man kennt mich, denke ich mal. Ich bin niemand, ich vertrete das Prinzip der absoluten Kunstfreiheit. Für mich sollte Kunst alles dürfen. Und auch wenn man selber als Verlag eine gewisse Stelle vielleicht nicht zeigen möchte, dann denke ich mir halt so, zum Beispiel im Falle von Eclair, wussten sie ja im Vorfeld schon, dass diese Szene drin ist, weil diese Bände halt auch schon länger draußen waren. Und da denke ich mir persönlich halt, dann holt es gar nicht erst. Ganz ehrlich, auf Eclair hätten wir sowieso auf Deutsch verzichten können. Ja. Weil die Storys sind eh viel zu kurz, um dass sie auch nur halbwegs interessant wären. Und ja, dann ist auch noch zu zensieren, war halt dann nochmal so ein extra Schlag in die Magengrube. Und ganz ehrlich, warum Eclair? Man hätte so viele tolle Girls Love Manga holen müssen, die man dann auch nicht hätte zensieren müssen. Wie gesagt, ich verstehe Jokaps in dem Punkt durchaus aus Marketing-Sicht, blabliblob, ne, Unternehmen und so. Aber warum holt man sich den dann? Also ich glaube, das Beste, was du tatsächlich, also an Anführungszeichen, das Beste, was du tatsächlich jetzt dieses zurzeit lesen kannst auf Deutsch, wenn du unbedingt Deutsch lesen musst und nicht auf Englisch ausweichen willst oder möchtest, dann ist es das, was jetzt demnächst erscheint, dieses Forever Girls. Das ist nicht, also ich würde immer mal Syrup empfehlen, aber das ist halt tatsächlich nur auf Englisch, also erscheint nur auf Englisch, aber auf Deutsch die einzige One-Shot-Sammlung, die wirklich was taugt, ist dann jetzt wahrscheinlich die, die jetzt demnächst rauskommt. Aber selbst die würde ich nicht ich unterscheide ja immer, wenn ich sage, hier Manga XY eingeschränkt oder uneingeschränkt. Und da wäre es auch nur eingeschränkt. Wie gesagt, One-Shot-Sammlungen sind sowieso super schwierig. Ja. Finde ich allgemein und gerade bei dem Thema noch umso mehr, weil dann da Tiefe reinzubringen oder das irgendwie so, dass du das nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie 10, 12, was weiß ich, wie viel Euro, also die Englischen sind ja ein bisschen teurer. Ganz umsonst, ehrlich, ja. Ich zahle lieber ein paar Euro mehr und habe dafür halt wirklich auch eine geile Reihe. Das ist auch mein Grund, warum ich inzwischen jetzt auch angefangen habe, viele englische Manga vorzustellen, weil ich mir halt denke, ganz ehrlich, diese Reihe ist so geil und ich zahle doch lieber 2-3 Euro mehr und krieg halt was richtig Geiles, als, ja, sorry, wenn das jetzt hart klingt, aber anstelle 2-3 Euro weniger und krieg dafür absoluten Müll. Und das hat man gerade im deutschen Markt teilweise sehr. Es gibt viele Genres, die sind so unterrepräsentiert und da sehe ich es auch nicht ein, Verläge jahrelang jetzt anbetteln zu müssen, dass sie den mal bringen. Da denke ich mir halt einfach inzwischen, scheiß drauf, ihr wart jetzt nicht schnell genug, ich hole ihn mir jetzt auf Englisch. Wenn ihr mein Geld nicht haben wollt. Also die Amis, ich nehme es gern. Da ist ja also auch die Frage, wie überhaupt die Titelauswahl zustande kommt. Das haben wir uns nämlich auch schon mit der Melli gewundert. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass man genau diese Juri-Titel dann irgendwie nach Deutschland bringt? Woran machen die das überhaupt fest und warum kommen dann immer so Titel, wo mal die so lauwarm sind? Ich glaube, also das liegt sehr an den Redakteuren auch. Also ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber ich glaube, was ja schon auffällt, viele dieser Girls Love Titel sind halt vor allem eher für männliche Leser, die wir hier kriegen. Ich sag nur hier dein. Einige schon. Also zum Beispiel hier, zum Beispiel hier das. Melli? Melli? Ja. Du weißt, welchen Titel ich meine, oder? Meinst du jetzt Crimson Sisters? Genau. Ja, ja, das ist für mich kein Juri. Das ist halt sehr offensichtlich einer, der ans männliche Publikum gerichtet ist, weil ja, Girls sind halt toll. Ist auch an sich nicht verwerflich in meinen Augen, um Himmels Willen. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Jedoch, du merkst, ich finde, da merkt man halt durchaus auch, wer diese Titel aussucht. Also, man kann mir viel erzählen, allerdings ganz ehrlich, sowas wie Crimson Sister, da wird niemand jetzt gesagt haben, ja, das ist eine wirklich tolle Girls Love Story, sondern das ist halt vor allem für die männlichen Leser unterhaltsam. Das ist einfach Fanservice für mich. Ja? Das ist kein Juri, das ist kein Girls Love. Das ist für mich falsch eingesortiert. Also, es war ja einer der Hauptgründe, dass du halt auf den, also du kannst. Es ist meine, Lisa, wir können da philosophieren und drüber rätseln, weshalb, wieso das so ist. Ich meine, schlussendlich kann man da jetzt tatsächlich nichts dran ändern. Klar könnte ich jetzt sagen, ich schicke den Verlegen meine Wunschlizenzen und ich meine, ich bin ja vom Fach gefühlt, weil ich habe ja
auch die japanischen alle auf dem Schirm. Und aber trotz dessen, ich mache mir da keine Hoffnung. Selbst wenn ich das machen würde. Da kommt es vielleicht in 3 Jahren oder 5 Jahren. Ja, eben. Also ich meine, also ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen, einfach weil es mein Hauptgenre ist, weil ich da selber ja auch irgendwo, ne, also weil's ja, weil mein Interesse nicht von irgendwo herkommt. Vielleicht sehe ich das auch alles ein bisschen ernster, aber mich stört es dann halt umso mehr, wenn ich sehe, zum einen, wir haben auf dem deutschen Markt, ich weiß nicht, wie viele Titel, wir kommen ja nicht mal auf 20 Titel, ne, also und du merkst halt auch, ich sehr stark, dass viele dieser Titel auch jetzt erst so nach und nach mal geholt wurden. Und bestes Beispiel auch Küsse und weiße Lilien für meine Liebste. Ein wirklich toller und süßer Girls Love Manga. Nicht der beste, aber sehr unterhaltsamer, vor allem artwork-technisch richtig bombastisch. Aber warum kriegen wir den jetzt erst? Wir kriegen im Jahr 2021 erst diesen Titel. Der läuft seit Jahren. Gibt's den schon auf Englisch. Seit Jahren. Und die Sache ist, das ist leider nicht nur auf Girls Love so bezogen, das ist bei vielen Manga so, dass erst jetzt so nach und nach mal gewisse Sachen überhaupt kommen. Zum Beispiel jetzt für alle Nicht-Girls Love-Leser, auch wenn ich mich wundern würde, warum ihr dann diesen Podcast hört, aber gut. Naoki Urasawa. Sie hören sich so gerne deine Stimme an. Oder sie haben Interesse dafür und haben noch nichts gelesen. Ja, gut. Aber ein gutes Beispiel ist Naoki Urasawa. Kriegen wir inzwischen durchaus einige neue Editionen und Co. Wir haben ja auch Monster bekommen. Und keine Frage, ich finde es toll von Carlsen, dass sie jetzt auch wirklich angefangen haben, diesen Autor zu pushen. Aber ich denke mir halt auch irgendwo so, man muss sich halt nicht wundern, dass viele Monster auf Englisch haben. Oder. Okay, weil es lange gedauert hat, meinst du? Ja. Das ist aber immer so ein Problem bei uns. Ich finde das allgemein immer, dass egal welche Mangas, manchmal lange. Manche Sachen klar, aber. Wisst ihr doch, wie lange es gedauert hat, bis Attack on Titan bei uns rauskam? Wie lange es allein gebraucht hat, bis Food Wars bei uns rauskam? Ich weiß sagen, nicht, ob sie dann vielleicht so abwarten möchten und ob die Verleger auch selber den englischen Markt mitverfolgen und dann etwas einschätzen wollen, wie läuft überhaupt der Titel woanders? Ist vielleicht auch die Fangemeinschaft da? Du kannst den deutschen und den englischen Markt halt nicht vergleichen. Alleine von der Masse her nicht. Aber auch von der Leserschaft her nicht. Das, was auf Englisch richtig geil läuft, würde auf Deutsch teilweise niemals funktionieren. Was fällt dir da so als Titel ein? Boah, ich hatte da letztens noch ein gutes Beispiel. Gutes Beispiel Princess Lum, Urusei Yatsura, so hieß er im Original. Das ist ein Werk von der Macherin von Ranma. Und Inuyasha. Von Rumiko Takahashi. Ja, Rumiko Takahashi, genau. Da wird man ja annehmen, okay, das wird sich verkaufen. Nein, Rumiko Takahashi funktioniert auf Deutsch nicht. Inuyasha funktioniert auf Deutsch. Rumiko Takahashi, nein. Und wir würden niemals ein Urusei Yatsura auf Deutsch kriegen. Das können sich, sorry, alle Rumiko Takahashi-Fans, das könnt ihr knicken, das kommt nicht. Genauso werden wir wahrscheinlich auch dieses Mao, die neue Reihe von ihr, nicht kriegen, weil habt ihr euch mal angeguckt, wie beschissen sich Kyokai no Rine verkauft? Ja, aber das hängt ja nicht nur am Titel, sondern es ist, ich glaube, da sind noch andere Sachen. Zum Beispiel, viele wissen gar nicht, dass da noch irgendwas von ihr läuft, gerade bei Egmont. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann ist halt auch vielleicht der Veröffentlichungsrhythmus auch nicht optimal momentan. Also, da sind viele Sachen dabei. Ich glaube, in Deutschland gibt es einige Rumiko Takahashi-Fans. Also, ich warte ja immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass vielleicht noch eine Neuauflage von Ranma kommt, weil im englischen Raum gibt es ja mittlerweile diese Omnibus oder heißt die Omnibus? Die hole ich mir auch, weil ich da ehrlich gesagt keinen Bock mehr habe zu warten. Ich habe auch schon geliebäugelt damit, aber. Deswegen habe ich Kenshin in der Omnibus-Variante, weil ich nicht laden wollte. Was hast du auch in der Omnibus-Variante? Kenshin. Oh, wann kam der denn in Deutschland raus? Da war ich nur ein Kind. Und den kriegen wir eh nicht mehr. Nicht nach dem Skandal. Nee, bestimmt nicht. Nee, deswegen, ne. Also nee, Nobuhiro Watzke auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder sonst was wird nicht mehr passieren. Ist der eigentlich richtig abgeschlossen, Kenshin? Er hat einen Sequel-Manga inzwischen in Japan. Ja, aber an sich kann so wie es ist, ist es auch okay, ist vorbei. Außerdem, ganz ehrlich, es reicht, wenn du bis Band 18 liest. Oh Gott, der hat 28. Die letzten 10 Bände sind nicht gut. Alex, ich mag das Ende trotzdem.
Das ist mir egal, ich finde es trotzdem nicht gut. Es ist so perfekt, aber trotz allem, es war eine schöne mit Symbolik und so. Aber darum geht's nicht. Wir gehen über Mädchenliebe. Ja. Ja. Wie und gesagt, da... im deutschen Markt könnt ihr, also vertraut mir, ich habe ja, also es gibt den einen oder anderen, der wartet ja schon auf das ein oder andere Video zwecks meiner Empfehlung, aber es ist echt schwierig. Ich wollte das vernünftig auch. Entschuldigung. Kein Ding. Ich wollte das vernünftig aufziehen und es ist schwierig, wenn manche Bände, also manche Sachen, die man empfehlen will, auf Deutsch oder auf Englisch, entweder extrem kurz sind oder man sie halt nur eingeschränkt empfehlen kann. Also wie gesagt, gerade der deutsche Markt ist grauenhaft, was Girls Love angeht. Also ja. Oder es wird abgebrochen, wie bei, oh Gott, der heißt im Japanischen, ne? Bei uns ist der Schulmädchenreport. Aber gut, wobei Schulmädchenreport war das Girls Love. Es hatte Girls of Elemente. Also, ja, ja, es war aber, das Schulmädchenreport war auch wieder ein Werk, das richtete sich an Männer. Ja, aber es war, ich fand's erfrischend. Es war witzig. Es hatte einen coolen Artstyle. Der Artstyle war fantastisch. Doch, ich gerade bin hier, die mein Lieblingspairing, das war die Kurzhaarige und die Blonde. Ich habe den Namen von den beiden vergessen, weil da gab es dann endlich mal einen 15, endlich mal einen Kuss. Ja, das ist dann auch die Sache, da ist es immer auch so sehr, sehr stark angedeutet. Und da, egal, ich mag den trotzdem. Ich sag mal, ja. So, was Girls ja auf Deutsch angeht. Da ist Otome no Taiku, glaube ich, auf Japanisch. Otome no Taiku. Imperium der Mädchen oder sowas übersetzt. Ja. Ich sag mal, warum heißt der noch? Warum hat man den Schulmädchenreport genannt? Das ich weiß nicht, ich frage mich auch, ob das so abschreckend war, weil ich erinnere mich noch daran, dass ich den mal damals im Saturn gesehen habe. Und ich dachte mir, was ist das? Und mittlerweile lese ich ja viel mehr an Genres und da habe ich auch mal reingelesen, einfach weil ich neugierig dann war und meinte so, was ist denn das überhaupt da gewesen? Und war total so verliebt und so, oh Gott, ich will den haben. Und dann habe ich ein gutes Angebot auf eBay gefunden, habe die gekauft. Und dann ist er abgebrochen worden. Genau. Und vor allem nicht mal eben so, der wurde schon vor 2 Jahren abgebrochen, aber Panini da denkt so, nee, das ist kommunizieren? Nee. Sorry, aber ich frage mich halt auch, ob es auch am Titel lag, dass der nicht gekauft wurde. Ganz ehrlich, das lag nicht nur am Titel, es lag am Verlag. Es ist fucking Panini. Panini ist in der Manga-Szene verpönt. Du findest kaum einen, der sagt, ja, Mann, Panini, das ist ein richtig geiler Manga-Verlag. Ja, das tut schon fast weh. Die haben schon ihre Probleme. Aber Alex, du wolltest gerade noch was sagen. Danke, Melli. Und zwar, wenn es um Girls Love geht, setze ich ganz ehrlich in Zukunft meine Hoffnung am meisten auf Hayabusa. Ich auch, ja, ehrlich gesagt. Weil da weißt du halt wirklich, da hast du welche, die haben Ahnung. Die beschäftigen sich auch mehr mit der Materie. Das siehst du, wenn wir hier ein Runaway With Me Girl bekommen. Großartige Manga-Reihe. Und also aber eine Lieblingsreihe, aber ich verstehe, warum viele sie feiern. Und es ist, wie gesagt, es ist ja nicht das erste. Sie war ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Das ja, halt 2 Bände, man hätte das theoretisch noch ein bisschen mehr so aufbröseln können, dass man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich zu entfalten. Aber Carlson hat, wie gesagt, wir beide gebracht. Ich bin gerade eben noch mal in meinen Schrank gegangen. Und wer bist du zur blauen Stunde? Ne? Das muss man ja auch positiv anmerken. Also die ja. haben... Ja, also selbst, wer bist du zur blauen Stunde ist für mich kein... Das ist eher so ein Manga à la, ja, du hast LGBTQ+. Gott, ich hasse Akronyme. Eigentlich heißt es LGBTQI+ mittlerweile. Über das I weiß ich inzwischen, dass sich da aber auch wieder sehr gestritten wird. Ich habe einen bisexuellen Kumpel und das, glaub mir, ich hatte letztens eine Autofahrt mit dem. Das war interessant. Also über die wird sich jetzt auch wieder gestritten. Ich nenne es wie du auch, also von daher. Ich sag einfach Pride. Sag mir ja, einfach Pride. Auf jeden Fall, das ist halt eher so ein Pride-Manga, halt im Sinne von der Homosexualität behandelt, aber eben nicht Girls Love behandelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Der das halt. Es ist wie unsere Farben. Unsere Farben ist kein Boys Love-Manga. Mhm. Das ist ein Special-Manga.
Mir geht es ja auch eher darum, dass, ich meine, Hayabusa gehört ja zu Carlsen, ne? Ja, ist ein Label. Und dass man da schon sieht, okay, also wie gesagt, in meinem Regal, ein paar Titel sind von Carlsen, also Blumen to You ist von Carlsen, Wer bist du zur blauen Stunde ist von Carlsen und noch irgendein Manga ist von Carlsen. Tokyo Pop hat einige gebracht, Ultraverse hat einige gebracht, Eggman bringt jetzt vor allen Dingen ein paar vielversprechende. Ich bin nicht von allen der Fan, aber Eggman bringt auch ein paar gute und Hayabusa, also egal wie ich jetzt zu dem Manga auch stehe, zu Runaway with Megure, bin ich ja nicht so, ist ja nicht mal die Liebe meines Lebens, aber dadurch, dass der so gut ankommt und wahrscheinlich auch gut gekauft wird, schätze ich mal. Hoffentlich. Ist meine Hoffnung, dass Hayabusa, klar, der Hauptfokus liegt ja bei denen auf Boys Love, aber dass die dann auch noch ein bisschen mehr in der Richtung bringen, ich würde mich drüber freuen. Also es gibt wirklich die ein oder andere Lizenz, die ich auf Japanisch hier schon im Schrank stehen habe oder schon im Orderprozess gefühlt ist, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die zu Hayabusa passt. Mal gucken. Ja, habe ich auch ein paar Titel. Zum Beispiel jetzt auch, jetzt kein Lesben-Manga, aber halt Transgender. Einer meiner Lieblingsneustarts des Jahres, Boys Run the Riot. Muss ich mir auch noch holen. Ich glaube, Szeni hat den sich geholt, ne? Ich habe den bestellt, ist auch in Bestellung. Der ist noch unterwegs. Auf jeden Fall, der Manga, der ist richtig geil. Deswegen brauche ich ihn auch auf Englisch. Allerdings, ich bin ehrlich, ich kann mir den sehr gut bei Hayabusa per se vorstellen. Ja, aber es ist eine Frage, ob es tatsächlich... Solange sie bei der Übersetzung nicht wieder so verkacken, ist alles cool. Ja gut, das ist ein Transgender-Manga. Da setzen sie nicht den Übersetzer von Peter Grill ran. Sorry, das macht einen echt schlechten Ersteindruck. Ja, aber an sich Hayabusa, vor allem, wenn ich mir auch so das Line-Up angucke, ja, sie haben viel Boys Love, in meinen Augen zu viel, weil dadurch geht wieder zu viel unter. Das ist dasselbe mit Shoujo-Manga. Du hast bei Tokyo Pop zu viele Shoujo-Manga. Die guten Shoujos gehen unter, und so ist es halt auch bei Boys Love, bei Hayabusa, in meinen Augen. Weil sie haben ja zum Beispiel ein Sayonara Red Burial, was richtig bockt. Aber zum Beispiel auch dann ein There Is No Future For This Love oder In This Love, eins von beiden. In This Love. In This Love. Das sieht aus wie ein Boys Love, ist aber ein Transgender-Manga. Den wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm hat. Den habe ich schon in meine Monatsliste eingetragen. Also wenn das dann ab dem Ende des Monats dann... Der wird jetzt diese Woche bestellbar sein. Wahrscheinlich. Ich freue mich so drauf. 29. Ich bestelle meistens zum Monatsende oder beziehungsweise Monatsanfang auch die Sachen, die kurz zum Monatswechsel rauskommen. Ja. Deswegen ist das jetzt bei mir auf der Juli-Liste. Tatsächlich finde ich da den Mona Lisa-Manga, den wir schon mal besprochen haben, tatsächlich interessanter. Aber der ist auch geil, keine Frage. Aber ich hatte jetzt There Is No Future In This Love gewählt, weil den haben nicht alle auf dem Schirm. The Gender of Mona Lisa, okay, da weißt du, den kennen die meisten. Aber There Is No Future In This Love, da haben halt so viele auch gedacht, ja okay, das ist Boys Love. Also ich habe auch meine Hoffnung, ehrlich gesagt, in Hayabusa gesetzt, aber... Ich habe ja noch eine Hoffnung, dass vielleicht noch Ultraverse was bringt in Richtung Webtoon. Und zwar gibt es ja da auch echt schöne Sachen. Ich finde mich auch erst in Webtoons rein, weil ich bin auch eher ein Mensch, der das sammelt und gerne als Buchversion im Regal stehen hat. Genau. Und da tue ich mich leider etwas schwer, mein Geld in digitale Medien zu stecken, im Sinne von Manga. Also Musik mache ich das schon eher, aber... Mit Büchern möchte ich die doch gern da haben. Aber ich hoffe ja, dass sie da auch diesen Markt halt auch mit aufnehmen. Wir haben ja echt tolle BL-Titel bekommen, von was als Webtoon veröffentlicht wurde. Und ein Titel zum Beispiel, den habe ich schon öfter erwähnt, den ich echt gern sehen würde, ist What Does the Fox Say? Den will ich unbedingt als Buch haben. Und also, ich hoffe ja immer noch, ich habe den damals auch mal... Ja, der ist wirklich so. Der war mal bei Lessin oder wie man es ausspricht. Und der hat dann Plattform gewechselt, weiß nicht warum. War irgendein Problem. Und die haben dann Plattform gewechselt und der ist auch fertiggestellt mittlerweile. Und
Den hätte ich super gern. Und der ist halt auch, weißt du, da gefällt mir der Zeichenstil, da gefallen mir die Charaktere, da sind die Menschen erwachsen, das spielt im Arbeitswelt, Arbeitsalltag. Und das ist echt toller Titel, den hätte ich auch super gern. Und ich setze meine Hoffnung immer noch in Ultraverse. Ich habe den sogar das als Wunschtitel mal geschrieben, als Mail. Was? Ich hoffe, der kommt ja immer, wenn die dann irgendwie einen Livestream haben und dann irgendwie in Richtung, keine Ahnung, BL, GL gehen. Hoffe ich immer noch, dass der mit announced wird, aber bis jetzt hatte ich kein Glück. Also dadurch, dass wir sowieso schon kaum auf Englisch und auf Deutsch gehen, ich sehe die Chancen geradezu gegen null. Ich meine, What the Fox, der ist mit der bekannteste und bestgeradeste und beliebteste und trotz dessen, ich glaube, also ich kann mich entsinnen, es gab den wohl mal physisch zu bekommen, aber mittlerweile, da kommst du nicht. Aber wenn wir gerade schon bei Webcomics sind, eine, die man auf jeden Fall, eine Mangaka, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ist Ratana Sattis. Die hat unter anderem Puls geschrieben und andere Geschichten, die da auch im Shop. Aber aktuell glaube ich, hoffe, dass sie irgendwann nochmal ihre Stories bringt, weil das ist mit neben, also was Milk Moringa für den Manga-Markt ist, ist sie so für den, was die Webcomics ist. Weißt du, was ich meine? Die hat die ist eine Ikone gefühlt und ich würde, weiß ich, wie viel Geld dafür ausgeben, um an diese Mangas, an diese Webcomics oder Mangas, die sie geschrieben hat, eine physische, eine Print-Version zu kommen, aber das ist schwierig. Das ist mega schwierig. Also aber, wenn wird es bei Ultraverse kommen. Ja. Also wir hatten ja letztens da einen Ultraverse-Stream gehabt und da hatten wir auch, glaube ich, auf Finetsu zusammen geguckt gehabt, schon eine Weile her. Aber da haben die ja alle, glaube ich, aus dem Shoujo-Bereich und alles irgendwie dieselbe Prämisse, wo ich mir gedacht habe, habt ihr euch gut überlegt? Also ich glaube, das war so ein dummer Move in meinen Augen von Ultraverse. Weil so hätte ich gedacht, okay, ich kaufe mir so ein Shoujo Webtoon, weil eigentlich ganz geil, aber die sehen alle gleich aus. Ich habe zwar inzwischen gehört, welcher der drei der beste sein soll. Trotzdem, ich glaube, da haben sie sich ins eigene Knie geschossen. Was ich hier auch nochmal anmerken möchte, ist, möchte bei Webtoon den, wie heißt der jetzt? Ich liebe den ja ohne Ende. Dieses Dämonen-King bla. Ja, Mage and the Demon Queen, ja, das ist tatsächlich, das kannst du ja auch free lesen, gerade auf Webtoon geht das ja relativ, die macht pausiert gerade, die da dran arbeitet, aber das ist wirklich, es ist unterhaltsam, es ist witzig. Langsam wird es auch explizit und ich, wie gesagt, ich feiere den ohne Ende. Es gibt auch sogar die Möglichkeit, dir so Sticker runterzuladen, für die du dann auf, hier, wie heißt dieses, Threema WhatsApp nutzen kannst. Line? Nein. Ja, Line weiß ich nicht, ob es auch auf Lime, aber auf jeden Fall WhatsApp und die andere. Telegram oder so. Auf jeden Fall, du kannst dir diese Sticker zu dem Mage and the Demon Queen kannst du dir tatsächlich auch free runterladen. Die wollte die mal irgendwie vermarkten, keine Ahnung, hat aber dann entschieden sie. Also du kannst dir wirklich legal dir diese Sticker, musst dir so eine Sticker-App runterladen aufs Handy, dann ziehst du dann diese Datei rein und dann kannst du sie bei WhatsApp oder wo auch immer nutzen. Mega coole Idee und ich habe total Fable mittlerweile dafür entwickelt, so Webcomics zu lesen, aber es gibt halt keinen in also wir haben jetzt hier einige Boys Love, die jetzt lizenziert wurden, hier der Alex hat ja erst vor kurzem jetzt ein Video hochgeladen zu BG Alex und so, also vielleicht kommt Painter of the Night, was ja Celi sich so wünscht, aber ich bezweifle, dass da irgendwie Girls Love mäßig irgendwas die nächsten 2 bis 5 Jahre kommt, einfach weil das ist einfach so eine Nische und klar werden hier und da mal ein paar Titel angekündigt und es gibt auch wirklich gute Webcomics, aber das ist, sehe ich die Chance relativ gering, dass da was zu uns kommt. Ich finde, Ultraverse geht inzwischen keine Risiken mehr wirklich ein. Zumindest keine gewollten Risiken. Ich sag mal so, das
hier mit den Shoujo-Webtoons, das ist ein Risiko. Allerdings, ich weiß nicht, ob das Ultraverse sich einfach nicht genug drüber nachgedacht hat, aber alle anderen Titel wirken, finde ich, ein bisschen sehr sicher gespielt, wenn ihr versteht, was ich meine. Meinst du also, jetzt zum Beispiel wegen BJ Alex? Und ja, das sind halt alles Titel, wo du weißt, die werden sich verkaufen. So wie Solo Leveling, klar war genau. Das ist das. Ich meine, versteht mich nicht falsch, Solo Leveling. Oh, richtig geil, es bockt übelst. Ich liebe den Webtoon. Aber das war halt so okay, zu ermaßen, dass sie damit angefangen haben, war nochmal ein Risiko, ja, aber danach jetzt all die anderen Webtoons ist halt, ja, kannst du davon ausgehen, dass die sich verkaufen. Und das ist so ein Ding, da finde ich ein bisschen schade bei Ultraverse. Es wird sich, also allgemein am deutschen Markt, es wird sich viel zu wenig getrauen. Ich sag mal so, die Verleger mit den dicksten Eiern in der Hose sind eindeutig Carlsen und Manga-Kult. Ja, aber Carlsen hat auch die finanziellen Mittel dazu, dass sie sagen, ja, ja. Hey, wenn das jetzt nicht gut läuft, keine Ahnung, brechen wir uns kein Bein, sondern, ja. Aber trotzdem muss man, ich sag mal so, ein Egmont hätte auch durchaus gute finanzielle Mittel. Ich meine, die vertreiben die fucking lustigen Taschenbücher, so gesehen. Also es ist nicht so, dass Egmont jetzt keine finanziellen Mittel hätte. Aber man muss, aber auch wenn man finanzielle Mittel hat, muss man trotzdem Carlsen loben, dass sie die Eier haben, diese Risikotitel zu bringen, weil jeder andere Verlag würde wahrscheinlich trotzdem safe spielen, auch wenn sie die Mittel hätten. Auch ein Tokyopop. Tokyopop hat verdient ordentlich Schotter, geht aber auch, aber inzwischen hat sich ein bisschen gebessert, aber auch die gehen für mich persönlich zu wenige Risiken ein. Aber die sind ja immer noch, also die müssen ja wirtschaftlich handeln. Die müssen das tun. Ja, also ich weiß. Es ist schade, weil man würde ja gerne auch ein bisschen was Ungewöhnlicheres auch mal lesen. Hier zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass von Nagabe diese One-Shot, also diese Einzelbänder wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen werden, weil die einfach zu ungewöhnlich sind und vielleicht einfach zu wenig Publikum hätten, die das wirklich, würde es appreciaten würden. Ja, also ich bin überhaupt froh, dass überhaupt Schüler Runda nach Deutschland geschafft hat. Also ja, ich sag mal, ich verstehe es vollkommen. Unternehmen müssen wirtschaftlich handeln. Das hat hier eben auch mit Zensur und so weiter schon angesprochen. Ich verstehe es vollkommen, aber ich finde es trotzdem schade, dass halt in meinen Augen zu safe gespielt wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel auch der Girls Love, den Tokyo Pop dann letztlich hatte, der war halt dann richtig scheiße, aber da konnten sie. Dadurch, dass sie es als Limited Edition und Co. vermarktet haben. Meinst du Lilium Terrarium? Genau. Oh Gott, den habe ich auch gekauft und ich bin so. Er war scheiße, oder? Ja, der war. Die Aufmachung, ich muss sagen, mir gefällt diese Aufmachung enorm. Ja, ja. Die ist super schön, aber nach dem Lesen war ich so, hab den hingelegt und dachte mir so, mein Geld. Ja, weil der kostete 25 Euro. Und das, ey, für 25 Euro kriegst du. Geileres. Und ich dachte mir dann auch danach so, habe ich vielleicht zu, bin ich zu penibel, habe ich irgendwie Erwartungen an den gehabt, die zu hoch waren, aber es ist leider öfter auch bei Girls Love in Deutschland so, oder generell, dass mich das dann, also da bin ich danach so, okay. Ich meine, ich würde sagen, Lilium Terrarium ist auch per se kein krass schlechter Manga gewesen. Nein, aber das ist so, ich weiß nicht, dieses meh. Kindlich, es war meh so, in meinen Augen. Es gab eine Story, ich glaube, die war so ranschrot gehalten. Ich weiß leider gar nicht mehr, was da abging. Da war eine Geschichte mit einer Kamera und dann waren zwei Mädels, die eine hatte noch einen Freund. Ich glaube, das war die fand ich noch irgendwie interessant. Ich glaube, das war die, wo die eine wirklich nur freundschaftliche Gefühle hegt und die andere romantische, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Also, das ist mir gar nicht hingeblieben. Ja, ich habe den hier auf Anilist eine 5,3, weil ich muss sagen, optisch geil, 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 geil. Ja, die Aufmachung ist schön. Aber ich tue mich auch schwer mit Girls Love oft, weil die sehen immer so kindlich aus. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Vergleich nehme zu Boys Love, da spricht mich ja auch der Artstyle öfter viel mehr an als die ganzen Girls Love. Ich muss sagen, ich mag diesen süßen Artstyle, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und Lilium Terrarium war auch so ein Ding, das war safe gespielt.
weil sie gewusst haben, okay, wenn wir das als Limited Edition vermarkten, das wirkt super duper special, das dürfte sich, denke ich mal, gut verkauft haben. Ich weiß nicht, also der ist ja noch komplett verfügbar, so glaube ich. Ich gehe mal kurz auf Tokyo Pop, ja, bestimmt. Weil der ist auch zu teuer für viele, einfach als Anschaffung. Ja, Limited Edition, warte, in den Warenkorb, der ist noch verfügbar. Ganz normal. Ja gut, weil... Aber das, ja, also wenn ich mir schon mal diese Pages anschaue, die hier, die waren schon sehr schön. Also es setzt sich schon, glaube ich, von anderen Girls Love ab, also allein von Artstyle. Ja. Finde ich das sehr schön. Und die Aufmachung mit den Farben war natürlich auch Chefskiss. Das ist geil. Wenn sie sich hätte mal was trauen sollen und dann unbedingt auf den Artstyle gehen sollen und nicht so viel auf Deep Story oder so, dann hätten sie sich was von Fly holen sollen, weil die macht ja tatsächlich, also die Syrups Covers für die One-Shots, sie macht Cover für die Yurohime, also für dieses Magazin in Japan, und sie zeichnet auch einen kompletten Manga, also ist auch Zeichnerin eines kompletten Mangas tatsächlich, und den habe ich tatsächlich auf Japanisch, der ist jetzt auf Englisch rausgekommen. Dass sie sowas bringen, nein, Lilith, ich sag, deutscher Markt, es ist super schwer, weil klar hast du Mangas, die Potenzial haben, also Lust auf ein Date zum Beispiel, hat Potenzial. Vampires hatte Potenzial. Vampires ist geil. Ja, ich verstehe das, warum du ihn feierst, aber das Ding ist, der verläuft sich, also der plätschert vor sich hin, und das ist halt schwierig, wenn eine Reihe sehr vielversprechend anfängt und dann irgendwie, okay, es fährt nicht vor die Wand, aber oh, das ist so frustrierend. Gerade wie gesagt, deutscher Markt, wenn du wirklich ein krasser Girls-Love-Leser, also wenn du dann, ich weiß nicht, ein paar Sachen gelesen hast und Feuer und Flamme bist dafür wie ich, dann bist du gezwungen, irgendwann auf den englischen und auch irgendwann auf den japanischen Markt umzusteigen, weil auf dem Englischen einfach viel mehr und viel hochwertigeres, auch viel mehr, wie soll ich sagen, du hast wirklich auch so ein bisschen Varianten, ne? Du hast da so ein, wir haben Office Affair, was jetzt tatsächlich auch auf Deutsch erscheint, mag sein, aber du hast auch tatsächlich auch so wirklich die ganze Brandbreite, das hast du in Deutsch nicht. Also ich kann nur jedem, der jetzt nicht japanisch mächtig ist oder Scans liest oder so, kann ich echt nur empfehlen, kauft euch die englischen Mangas, wenn ihr unbedingt einfach so. Allgemein. Ja. Seid Englisch nicht abgeneigt. Die Amis haben so geile Reihen. Mhm. Auch nicht auf Japanisch. Ich hab so ein paar Reihen, einfach weil ich sie unterstützen will, dann kaufe ich sie auch auf Japanisch. Ja. Also wirklich, seid dem englischen Markt nicht abgeneigt. Ja, es mag ein bisschen teurer sein, aber lieber ein paar Euro mehr und dafür halt auch wirklich geile Titel. Und ach, wir ganz haben ehrlich, zwei verschiedenen. Ganz ehrlich, so wie die Preise hier manchmal sind, ist doch kaum noch Unterschied. Ja, gut, wenn wir von Panini reden, ja. Ich sag mal so, meine Manga-Kult so kriegst halt Großformat und wirklich geile Aufmachung. Da kommen die englischen Bände nicht mit. Außer bei Manga-Kult mit Gans? Ja, gut. Wo die mir in meinen Manga-Laden gesagt haben, bitte pass auf bei dem Manga, nicht, dass er auseinanderfällt und du kurz reinguckst. Okay, das war ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so, ja, man muss aufpassen, dass der Buchrücken nicht spricht, aber ich sag mal so, Gans war ein Risiko. Und du bringst nicht mal eben eine 37-Bände-Reihe. Ich verstehe, warum sie die Aufmachung gewählt haben, ja, ich war auch kein Fan von. Ist das der Grund, warum es auch, das ist auch der einzige Grund, warum es Gigant bei uns gibt, oder? Weil die gesehen haben, oh, da kommt ein Oku-Werk raus. Lizenzieren wir das Neueste von ihm. Panini ist allgemein so sehen, oh ja, Titel XY läuft gut, holen wir mal was anderes von dem Auto. Das siehst du auch mit 20th Century Boys, der jetzt neu aufgelegt wurde von denen, weil, oh, Monster lief gut. Oder war es Monster? Egal, auf jeden Fall, Panini ist da, ja. Das war dann bei Gigant nicht anders. Das Einzige, was ich bei Manga-Kult frech fand, war bei Blame, dass dieser Blame Zero-Band nur halb so dick ist wie die anderen, auch 28 Euro. Ja, ja. Aber an sich, Manga-Kult hat einige Schwächen, aber ich persönlich sage, die sind
einer der besten deutschen Verlage, die wir haben, weil da merkst du durchaus, sie machen Fehler, wie zum Beispiel auch mit Land der Juwelen mit dem Seer, das ist auch nochmal eine Diskussion, über die können wir stundenlang reden. Sie machen Fehler, aber ich persönlich finde, du merkst, sie sind da trotzdem mit Leidenschaft dran, weil sonst hätten sie auch kein fucking Mushishi geholt. Ja, ja, sie spielen bei einigen Titeln safe, ja, aber du merkst halt trotzdem, sie riskieren auch mal was und es zahlt sich aus. Mushishi ist, soweit ich das richtig verstanden habe, kein Verlust. Das muss man sich mal vorstellen. Mushishi, einer der nischigsten Titel, die man sich für den deutschen Markt vorstellen könnte, ist kein Verlust. Apropos, haben die überhaupt Girls Love-Titel? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja, jein, ja, impliziert. Sie haben My Next Life as a Villainess. Stimmt. Aber echt? Das ist deutsch erschienen? Der Manga. Wir sagen nicht die Leitnoppe. Ich besitze ja beides auf Englisch, deswegen ich wusste jetzt nicht, also, ist es auf Deutsch erschienen? Der Manga, ja. Den habe ich hier. Ist sehr unterhaltsam. Der ist so ein bisschen impliziert, weil... Der ist impliziert, aber ich mag ihn tatsächlich trotzdem. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Man muss Katharina einfach mögen. Ja, das ist so, ich weiß auch nicht. Ich mit so und mit ganz so. Ehrlich, ich gönne ihr ihren Haaren. Also wirklich, wenn da am Ende die nicht mit jedem da pimpert, bin ich sauer. ich wollte noch was kurz sagen zu den englischen Titeln, und zwar wegen dem Preis. Also da muss man sich auch gar nicht so, also man kann da vielleicht ein bisschen mal abwarten und immer wieder zum Beispiel in verschiedenen Geschäften online reinschauen, weil die englischen Titel fallen nicht unter das Preisbindungsgesetz für Bücher. Ja. Das heißt, Rabattaktionen gelten auch für diese Bücher und man kann ein bisschen abwarten, vielleicht einfach eine größere Bestellung abgeben. Die Bücher dauern eh, bis sie mal kommen und werden meistens auch nicht alle zusammen verschickt. Oder man nutzt tatsächlich Amazon. Ich weiß, ich bin jemand, ich sag oft bestellt lieber bei Comicbuchshops, aber bei Englisch Manga ist das nochmal was anderes. Eben, die gibt's nicht überall. Also hier Bonner Comic Buchladen. Bonner Comic Laden. Die genau. Haben vereinzelt. Die haben vereinzelt. Manga. Ich habe zum Beispiel die ersten drei Rosen von Versailles, habe ich da bestellt. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht so viel großartig Titel gefunden, die ich haben wollte. Ich habe mir jetzt Fist of the North Star bei Ihnen bestellt. Ah. Ja, vielleicht entdecken sie auch den Markt für sich, dass sie da auch mehr Englische reinnehmen. Ist er bei dir schon angekommen? Kommt morgen an. Ja. Habt ihr euch tatsächlich jetzt auch welche gekauft? Also Yuri ist auf Englisch. Yuri ist tatsächlich noch nicht, habe ich aber einige im Blick. Ja, und zwar Seven Seas, eine weitere Reihe von der Macherin, denke ich mal, von High School Girls. Ich habe ein paar bestellt, manche sind noch unterwegs. Aber ich habe zum Beispiel, warte mal, ich gehe kurz in meine Bestellungen rein. Jetzt will meine Verbindung irgendwie nicht. Aber wie hieß denn der? Cocoon Entwined habe ich mir bestellt. Da habe ich schon Band 1 und Band 2 da. Dann habe ich mir ein paar, die mir Melly irgendwie ins Herz gelegt hat, bestellt. Die sind aber immer noch unterwegs. Dann habe ich von der Macherin von Verliebt in meinen Mitschüler den ersten Band da. Dann habe ich den Manga angefangen, Even Though We're Adults. Der ist echt interessant. Jetzt bin ich schon bei Band 2, Band 1 habe ich schon gelesen. Was noch? Ja, ich finde mich gerade auch, ehrlich gesagt, rein in den englischen Markt, was halt generell Titel angeht. Also ich finde immer mehr, was mich anspricht. Und ich bin nicht abgeneigt, da einfach zu sagen, komm, der muss rein. Also, aber auf Kunden ist auch die richtige Einstellung. Und was ich halt noch sagen wollte wegen Amazon: Amazon hat dir die Vorbestellerpreisgarantie. Das gibt es auch bei T-Alia. Ja, vor allem vieles läuft jetzt auf Englisch. Ja, aber Amazon hat manchmal Preise plötzlich verhältnismäßig viel zu niedrig. Zum Beispiel, ich sammle hier die englische Berserk Deluxe-Ausgabe, ne? Mhm. Die ist richtig geil, aber pervers teuer. Muss man einfach sagen, das ist pervers. Und da kommt jetzt zum Beispiel im August der 8. Band raus. Der ist jetzt gerade mit 44 Euro gelistet. Ich habe den aber mir vorbestellt, weswegen ich nur 28 zahle. Uff.
Das ist halt schon ein großer Unterschied. Ja, einfach nur, weil ich rechtzeitig mir, weil er einfach mal ganz kurz billig war und er durch die Preisgarantie diesen Preis behält. Das ist halt eine der Sachen, da muss man sagen, okay, Chapeau, Amazon, das macht ihr wirklich gut. Bei Thalia gibt es das andere, dass du, wenn du einen Titel bestellst, also englische Bücher auch, und der Preis währenddessen fällt, kriegst du den günstigsten Preis, der überhaupt gelistet war mal, wenn du Ja, vorbestellst. das ist so gesehen Vorbestellerpreisgarantie. Genau, also auch wenn du sagst, du bestellst was für 13 Euro, Ja, das währenddessen ist fällt bei er auf Amazon 11 auch so. Euro. Ah, Ist auch bei okay. Amazon so. Ach, das wusste ich nicht, okay. Ja, aber ich sag mal so, ich mag Thalia nicht. Ich habe da auch meine Probleme, weil oft kommen die Bücher dann ein bisschen mit Schrammen an und so. Das finde ich auch nicht so geil. Aber bei Amazon ist es dann das Gleiche. Und Aber Amazon ist schneller. ja, das ist dann wieder eine andere Debatte, ob man da Amazon unterstützen will. Das ist dann die nächste Sache. Und Ist genauso die Debatte, willst du Thalia unterstützen? ja, ich weiß, es ist halt schwierig. Wo bestellt man dann die englischen Manga? Das wäre dann vielleicht wieder ein anderes Diskussionsthema, weil ich bestelle mal bei Hugendubel, mal bei Thalia, dann mal bei Book Depository über Abbe oder Adde Books oder wie das heißt. Je nachdem, wie ich gerade im Moment auch den besten Preis finde. Bei diesem Book Depository nervt mich nur manchmal immer, dass sie so irre lange brauchen, manchmal, um was zu liefern. Echt? Bei mir sind die immer recht flott. Ich meine, Bei okay, mir ist es zwei, braucht drei durchaus mal Wochen. 2 Wochen, ja, aber die kommen ja aus England. Ja, aber selbst Genau. das sollte eigentlich nicht so lange dauern aus Großbritannien. Also ich kann, wobei, muss bedenken, Brexit. Ja, gut. Das kann Was sein, hast du dass eigentlich noch so auf der Liste stehen? Du hast doch bestimmt noch mehr als nur jetzt diese ein, zwei Dinger gehabt, oder? ich jetzt? Ja. Ich kann mal meinen Wunschzettel öffnen, ob da noch irgendwelche Girls Love drauf sind. Ich glaub's aber gerade nicht. Aber wo bei englischen Girls Ah Love ja, sind, was ich ich. kann dir den Girls Love nennen, den ich auf der Liste habe. The Conditions of Paradise, das war der. Muss ich jetzt auch mal nachschlagen? Das braucht man nicht unbedingt, braucht man nicht unbedingt. Ich mag die Zeichnerin. Okay, das verstehe ich. Ich habe das eine oder andere weg jetzt auch von der, die Beauty and the Beast Girl, also auf Englisch rausgebracht hat, auf Das wollte ich mich Japanisch. gerade sagen, den habe ich auf Englisch. Ja, also du und deine Monster Girls, da kann ich dich ja immer mit catchen, von daher, also. Ich habe auf Japanisch einen Manga, der heißt Tsukubusu Janai. Das ist ein Yuri-Monster-Mädchen-Manga. Wo Conditions of. sie normales Mädchen für einen Succubus halten und auf einmal wollen alle was von ihr. Nee, das, was ich gerade eben gefragt hatte, war nicht auf bezogen, was er auf der Wishlist hat, sondern ob er noch was auf dem Zettel hat, gerade spezifisch Themen Was und so. Seven Seas Ledge ankündigt, das ist per se nicht direkt Girls Love, das hatte ich glaube ich dir geschickt, Zeni, oder? Das Ja, ich weiß, welchen du meinst. mit dieser Katze, Nein. die in diesem Wohnheim lebt. Warte mal, ich gehe mal, ich glaube, ich habe Ist Seven auch Seas. wieder so Fanservice-y Ja, für Jungs. ja, das Aber ist interessant. eindeutig mehr was für Jungs, aber ja, ich bin halt ein Junge. Nur weil du von außen ein Junge bist, heißt so lange nicht, dass du dich so fühlen musst. Komm aus dich raus. Ich habe ja Touché. kein Problem, wenn wir so Juris, die so eher so an männliches Publikum gerichtet sind, aber ich habe ein Problem damit, wenn wir ja eh schon, wie gesagt, wir haben eine Nische, wo eh nicht schon viel lizenziert wird, weder, also auf Englisch gibt es deutlich mehr, logischerweise, als auf Deutsch, aber wir haben da eh schon eine Nische und wenn dann meiner Meinung nach falschen Sachen lizenziert Priorisiert. werden, ja, lizenziert werden, ist schwierig, weil dann kann ja keine Änderung in Kraft treten. Dann sind wir weiterhin in diesem, okay, die meisten sagen, ja, Girls Love, da gibt es ja nichts Vernünftiges. Es gibt was Vernünftiges. Aber ich rage mittlerweile fast nur noch, wenn ich irgendwelche Ankündigungen sehe, weil selten ist das eine Serie, wo ich sage, Ja, geil. ja,
Officer Fair, wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Kauft ihr euch, wenn ihr im März rauskommt. Die wird auch Light Novel, für den Light Novel hier zu dem Manga da mit dem Henkermädel, der da bei Altraverse ist, ich weiß nicht, jetzt kann Scheiß erzählen. Da würde ich jetzt unbedingt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber und für dieses Gunbird, das ist halt total an Männer gerichtet. Das ist für mich persönlich kein Yuri. Das ist du merkst, dass das eigentlich nur aufgesetzt ist und kein Tiefgang. Ja, kein Tiefgang. Wie gesagt, ich habe wirklich, wenn ich meine Halls irgendwann mal geschnitten bekomme, ja, ich habe wirklich die bescheuertsten Prämissen ever, was Yuris angeht, bei meinen japanischen Mangas, wirklich, da ist alles dabei. Da sind nicht nur diese Teacher-Student-Geschichten oder mal ein Schulsetting, da ist auch, was haben wir da, die eine sieht über den Köpfen der Leute, wer jetzt Gefühle für wen hat zum Beispiel, dann bei dem einen Manga geht es dann darum, dass um so ein Pärchen geht, dass eine Mädchen kann einmal am Tag irgendwie, was war es, die Zeit dann halt? Nee, sie kann Gedanken. Das war Fragtime. Nee, ist nicht Fragtime. Sie kann nicht die Zeit anhalten, sie kann einmal am Tag Gedanken lesen, aber sie kann das nicht kontrollieren. Und das andere Mädchen kann das, was sie sich vorstellt, wahr machen, aber auch das kann sie nicht kontrollieren. Und die beiden daten sich und dann ist es halt, es ist einfach nur, das ist wirklich auch eine Wunschlizenz von mir. Ich habe auch vorhin Bessini was geschickt gehabt, wo es auch da um so eine Landlord-Lady geht, die dann sagt so, hier Miete, bliblablub und so. Und dieser mit einer mega bescheuerten Prämisse, ja, wo es dann auch, oder gibt es auch einen Haufenweise Yuri-Mangas im japanischen Raum, wo es um Requests geht, dass die eine sagt, ey, ich halte die Klappe, wenn du das und das tust, so. Also jetzt nichts Unmenschliches, aber selbst diese Mangas schaffen mehr Tiefgang als das, was du teilweise hier im Westen liest. Und das ist einfach nur traurig, meiner Meinung nach. Einfach nur traurig. Von daher, ich freue mich, wenn sowas wie Handsome in the Shelter Girl, was jetzt bei Eggman, glaube ich, rauskommt, ne, lizenziert wird. Ich freue mich, wenn dieses Teacher and Student jetzt bei Seven Seas, glaube ich, rauskommt. Ich wollte gerade auch mal auf die Seite gehen, weil Seven Seas hat, was Yuri angeht, hat ein paar ordentliche. Also da kannst du nicht sagen, die haben nur Szenen, die so als Vorlagen dienen für Männer, weißt du? Also, da gibt's schon ordentlichen Stuff. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Nein. Mit dem letzten weiß ich nicht, nein. Ja. Die haben hier auch echt alles, ne? Die haben One-Shots. Kazusan haben sie ja auch drin. Kazusan, beste. Ja, Bloom Interview, Anthologie, für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wenn ich jetzt mal eine Empfehlung raushauen sollte, dann wäre es wahrscheinlich... Wenn es ein Einzelband ist, klar, Beauty and the Beast Girl. Die Message ist einfach toll, auch dass du dann sagst, okay, es ist nicht wichtig, ob du Mann, Frau oder was auch immer bist. Also die eine ist ein Monster. Schönheit liegt im Auge des Betrachters und dass die Person und der Charakter halt einfach zählt. So. Das ist ein Einzelband, den ich echt in Herr Ehem ans Herz legen kann. Das ist so ein schöner Manga. Ja, also wirklich. Da machst du echt nichts falsch. Und wie gesagt, Anthologien, Syrup oder Transparent Light Fluids von Seven Seas. Ja, die haben auch ganz viel gebracht in Richtung von der, die halt auch wir beide gebracht hat, von der Milk Moringa. Uns ist, glaube ich, tatsächlich, nur wir beide entschieden und auf Englisch ist tatsächlich, sind nicht alle, aber schon ein paar mehr von ihr erschienen. Es gibt ein paar, die ich vorstellen möchte, so Failed Princess, Goodbye My Rose Garden. Alter, so deep. Das ist historical, das ist Charakter, das hat alles.
gut, es hat das es ist kein kinky Sex Stuff, aber hey, du hast da wirklich mal ein richtiges Brett und wow. Ich mag kinky Sex Stuff. Hä? Ich mag aber kinky Sex Stuff. Apropos kinky Sex Stuff, ich hab da gestern noch drüber im Discord geraged, weil ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die Toxic Affair lizenziert haben. Weil ja, sorry, aber wirklich. Also wenn ich sag's immer wieder gerne. Ich verstehe ja, dass ihr mehr kinky Stuff wollt. Ich lese ja auch gerne mal ab und zu kinky Stuff und hab nichts dagegen, zwei Frauen beim Sex zu gucken. Aber das Ding ist halt einfach, dass wenn du unbedingt einen FSK 16 oder FSK 18 Manga bringen willst, kannst du besseres lizenzieren, wirklich besseres. Und ich komme dann immer wieder mit demselben, der fast schon Richtung eigentlich Doujinshi geht, aber dann doch kein Doujinshi ist, sondern ein Manga. Und das ist dieser, wie heißt der? Ich habe den doch euch fast allen privat geschickt gehabt. Moment. Meinst du jetzt den hier, wo sie ihre Freundin sucht? Genau. Azumi-chan is interested in lesbian brother. Warte, ich schicke dem Alex, das gerade mal mit Discord. Der ist super. Ja, du hast dieser Manga hat Witz. Ja, er ist charmant. Er ist kinky as hell. Du hast da ständig Sex. Aber es macht auch, wie gesagt, es hat alles. Aber stattdessen bringen die einen Manga, der nicht nur toxisch ist, sondern auch kein Good Feeling gibt und eigentlich mehr daraus besteht, manipulativ und Leute, die einander ausnutzen und ne, also ich verstehe, wenn ihr euch den wegen dem Smooth holt, weil da auch, also der wird ja, glaube ich, auch ein Rating haben. Ich verstehe, wenn ihr dir den wegen dem Sex holt, aber bestimmt nicht wegen der Story. Also nein. Toxisch. Da wollt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das wegen der Story kauft. Also ich hoffe ja auch auf einen psychological Aspekt in der Story. Also ich hab sie schon. Geht mehr darum, dass sie diese Leere füllen will, die durch diese Person, mit der sie früher, also die sie nicht loslassen kann, entstanden ist. Und dass die sozusagen dann jetzt da reinrutscht und halt auch teilweise beim Sex halt deren Namen nennt und so weiter. Dieses ganze Teacher- und Student-Ding ist, dann kommt dann noch hinzu. Aber also liegt es jetzt eher daran auch, dass wir nicht so viele positive oder tolle Titel haben und dass das dir jetzt sauer aufstößt, dass wir so einen Titel quasi bekommen? Weil an sich finde ich es ja eigentlich immer interessant, dass wir jetzt nicht irgendwie nur so, alles läuft gut, sondern auch ein bisschen Stories bekommen, wo weil nicht alles so toll ist. Ja, du, ich habe einige psychological Mangas lese ich, die auch teilweise Brainfucked sind. Ich meine, der eine Manga, da geht es dann darum, dass sie den Tod von den Leuten, also es wird auch unter Yuri getaggt, weil die steht auch auf die eine, die sieht immer den Tod von einer bestimmten Person und dann versucht sie den immer wieder zu verhindern zum Beispiel. Oder dieser eine Manga da, wo es darum geht, dass die eine halt, also die hatten, da gab es so ein, ist das Trauma? Also da ist was passiert in der Vergangenheit. Sie macht halt trotzdem weiter, aber eigentlich will sie gar nicht mehr leben. So, und dann ist sie dann irgendwann mal so am Strand und dann trifft sie dann, also dann kommt so ein Monster und will sie fressen. Und dann wird sie gerettet von so einem jungen Mädchen. Und dieses Mädchen, das rettet sie und tut dann mit ihr so eine Art Pakt schließen und sagt so, also ich tue dir deinen Wunsch zu sterben, erfüllen, aber nur, wenn du glücklich bist, weil so wie du jetzt gerade bist, wirst du mir einfach nicht schmecken. So. Das ist so richtig Brainfucked, bisschen psychological, lese ich trotzdem. Also, aber die meisten Yuris, egal ob du jetzt Japanisch, Deutsch, Englisch liest, die sind eher fluffy, ist halt immer so. Der Psychological oder wo es so richtig in darkere Richtung geht oder wo viel Blut spritzt und so, das ist echt sehr, 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 sehr wenig. Das sieht auch, wo uns auch keiner trauen. Nee. Ja.
Glaube ich auch nicht, dass irgendwas davon lizenziert wird. Gerade diese ganz, ganz speziellen Prämissen. Aber was ich eigentlich noch mal kurz anmerken wollte zu dem Englischen und Deutschen, glaube ich, habe ich uns alles gesagt, ist einfach die Tatsache, für mich tut sich der Eindruck einfach vermitteln, es gibt, werden nur zwei Sachen lizenziert. Die einen, die sind so gefühlt immer mit einer ganz, 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 ganz schrägen Prämisse. Ich sag mal schräg. Ich will nicht abgefuckt sagen, ich will auch nicht gewöhnungsbedürftig sagen, mir fällt schwer, da wirklich so das Wort zu finden. Der Alex hat jetzt zuletzt gefeiert, dass da auch bei Seven Seas diese, wo es so Twincest irgendwie ist, so eine One-Shot-Sendung rauskommt. Was? Ja. Ich warte, ich kann es dir gerne auch wieder heißt. Ich meine, Twincest ist Wincest, aber was? Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Fucho, irgendwas. Ach Gott, wo ist denn der? Der hatte so ein richtig krasses auch Cover, der so richtig nach Sex schon geschrien hat. Das ist. Diese Yuri Girls Love Anthologie da, ne? Ja, diese Anthologie, wo die eine so die andere umarmt und die schon so, ich glaube, die ist die in Unterwäsche oder so. Also sind beide in Unterwäsche auf dem Cover. Ja, dieses Incest-Ding, musst du ihm das mal schicken. Er wird sofort erkennen, ich finde es gerade tatsächlich nicht. Ich brauche den Namen, wenn ich hier Fucho Seven Seas eingebe, komme ich zum Hotels Flughafen Ibaraki. Warte. Gib mir meinen Twincess! Aber ja, es ist halt einfach, entweder hast du, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch, du hast entweder diese, die halt so diese ganz speziellen Prämissen haben, oder bei Englisch auch dieses, wo du, da wurde vor kurzem lizenziert, dieser Manga, wo sie sich auf den Brüsten, auf den oder unter den Brüsten ihrer besten Freundin ausruht. Und um ihre Energie wieder aufzufüllen, so. That's it. Ja? Sowas wird denn lizenziert. Den ganzen guten Schnitt, den ich da im Schrank stehen habe, wird nicht lizenziert, aber sowas wird denn lizenziert. Da kriege ich die Krise. Da darf ich mich doch wohl aufregen, oder? Oder wir haben welche, sorry, dann werde ich jetzt ein bisschen mich unbeliebt machen, von Miman, also die Miman ist es, glaube ich, ne? Die Café Liebe und Co. geschrieben hat, von der kommen Sachen, braucht kein Mensch, meiner Meinung nach. Das ist. Melly, hörst du das auch? Ich höre Heiji gerade schon schreien. Ja, ich weiß, er liebt den, aber ich finde, Café Liebe ist aufgesetzt. Klar kannten die sich von früher. Ja, ich weiß, was du meinst. Klar hat dieser Manga Potenzial, aber es ist viel zu sehr. Oh, wir machen ein Maid-Café, wir machen auch einen auf sowas wie Maid-Café, nur als würden wir ein Yuri-Café draus machen. That's it für mich. Das ist, mehr ist diese ganze Sache nicht. Deswegen, Love You Till You Die verstehe ich bei ihm noch. Love You Till You Die, auch gerade von dieser Ding habe ich mir ja einen One-Shot tatsächlich auch gekauft, auf Japanisch, weil ich die Autorin und Zeichnung alles gut finde. Aber Kaffee Liebe beim besten Willen nicht. Da fühle ich mich offended tatsächlich. Also das ist für mich kein richtiger Yuri. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Also gut, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich da einfach nicht genügend Abstand habe. Aber das schießt mir sauer auf. Das ist mir klar, dass ich mich unbeliebt mache bei ihm. Aber hey, das hat nicht jedem recht machen, ne? Ja, egal. Ich mag Streit, also. Ja, Geschmäcker sind unterschiedlich, ne? Also ich sag ja auch immer, selbst die Sachen, die ich uneingeschränkt demnächst vorstellen werde, die werden wahrscheinlich auch nicht jedem zusagen. Und selbst, also wie gesagt, egal ob eingeschränkt oder uneingeschränkt, es ist ja immer noch kein Garant dafür, dass dir Serie XY gefällt. Ich kann nur sagen, ja, dass das Beste, was du theoretisch auf Deutsch und auf Englisch lesen kannst, weil ich habe alles gelesen. Also kann ich vielleicht nicht eine hundertprozentige Garantie geben, aber ich kann sagen, das ist das Beste, was du meiner Meinung nach lesen kannst. Ob es dann dir zusagt, ist wiederum was anderes. Aber dadurch, dass die meisten, die Girls Love lesen, viel breit gefächert lesen und meistens eher so einen Abstecher in dieses Genre machen,
mehr als dir die Bücher hinzulegen und sagen, guck, und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja halt sich da einen anderen Genre auswählen. Ja, also es kann nicht jeder allem gefallen und nicht jeder wird das mögen, was du magst. So ist es halt. Aber für mich war es halt, also für mich war dieses ganze Thema jetzt in einem Podcast, egal ob ich mich jetzt zum Deppen mache und vielleicht danach ein paar Hater mehr habe, das ist mir egal. Mir war es wichtig, in dem Podcast und demnächst auch auf YouTube Sachen vorzustellen, weil wenn man schon diese Expertise hat und diese Möglichkeit hat, irgendwo auf Insta oder auf YouTube so ein bisschen zu zeigen, okay, falls sich jemand unsicher ist, aber Interesse an dem Genre hat, dass man sagt, okay, man gibt zumindest so einen Wink mit dem Zaunpfahl oder man tut den Weg so ein bisschen zumindest zeigen. Ob derjenige ihn dann geht, ist immer eine andere Sache. Aber dann kann ich mich zumindest mein Rage ein bisschen runterfahren, weil dann habe ich gesagt, vielleicht ist zumindest der ein oder andere dann dabei, der dann tatsächlich sagt, okay, mir hat das Ganze was gebracht und ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, weil viel zu oft haben wir wegen Citrus und Co. haben wir das Problem, dass Leute, die interessiert sind an dem Genre, dann sagen, ja, nee, das ist das Beste oder das soll jetzt der Hype-Titel schlechthin sein. Ja, nee, lese ich nichts mehr davon. Oder die lesen Eclair und Citrus und NTR und dann sagen sie auch so, ja, ist nichts für mich. Widme mich einem anderen Genre. Ich verstehe es wirklich, aber es ist einfach nur ärgerlich. Also egal, verstehe ich. Sorry, ich verstehe auch nicht, warum. Wie konnte Citrus so diesen Platz einnehmen? Es ist der zugänglichste, weil... Warum ist der zugänglich? Sex? Aber die haben nee, doch... So weit will ich aber jetzt nicht gehen. Also, ich finde, die Zeichnungen sind sehr ansprechend. Das könnte man bei vielen Mangas sagen. Die sprechen mich wieder auch nicht an. Also, wie gesagt, wieder das gleiche Problem bei ganz vielen Girls Love, wo mich die Zeichnung einfach... Sex? Aber haben die überhaupt da drin, weil soweit ich das gesehen habe, war sehr viel angeteasert, aber irgendwie passiert da auch nichts. Ja, wir Leser sind Masochisten. Wir wollen den Tease ja scheinbar. Nein, das Ding ist, diese Idee halt von da so, ja, und dann, so die eine ist ein bisschen in sich gekehrt und die andere nicht. Und aber die natürlich auch so unterschiedlich sind. Vielleicht ist es auch das. Ich bin auch wegen der Optik. Dieser Anime-Manga lebt davon, dass die eine sich der anderen erstmal aufdrehen. Das ist schon mal total Facepalm hoch 10. Und das lebt eigentlich auch viel von diesen Momenten, wo du aller Anime, die dann in der Dusche sieht, wie die da den Hals abschlabbert, so, weißt du? Also. Ich glaube jetzt tatsächlich, dass der Manga erst gar nicht so gut lief. Dann kam der Anime. Der Manga lief gut. Zumindest im englischen Raum. Ich erinnere mich noch, sämtliche Manga-Tuber im englischen Raum haben von Citrus geschwärmt. Echt? Also ich habe hab das im Kopf gehabt, dass es in Japan nicht so gut lief. Dann der Anime produziert wurde. Und als es dann Richtung Westen ging, dass der sich hier also richtig im Boom sich erfreut hat und mittlerweile... Da kommen wir auch zu einem Knackpunkt, was ich zu dem deutschen und englischen Markt noch mal ganz kurz erwähnen möchte. Ich finde es ein bisschen schade. Also mal abgesehen von Lily Terrarium, gibt es kaum was in der Limited Edition in dem Genre. Du hast wirklich nur hier Citrus, Band so und so. Zig Bänder haben da eine Limited Edition mit irgendwelchen Fotografien und was weiß ich was bekommen. Denkst du, irgendein anderer Band oder irgendein anderer Manga hat, selbst Kasi-san kriegt das nicht. Kasi-san hätte es voll verdient, irgend so ein Gimmick dazu zu bekommen. Ja, da gab es mal eine Postkarte, die konntest du über den Shop mitbestellen. Und ja, bei Runaway with Me Girl hatte Postkarte in der ersten Edition. Ich weiß nicht, ob du das mitzählen würdest. Naja, ich finde immer, ich weiß nicht, Limited Edition sind irgendwie bei mir so ein zweischneidiges Schwert, weil manchmal nicht mehr so... Zweischneidiges Schwert? Ja, weil es ist einfach so, einerseits, wenn ich mir so... Warum muss das da rein? Weil manchmal backen sie einfach Müll rein, und wo ich mir denke, okay. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt nur da drin, damit es sich verkauft? Weil ist ja jetzt nicht so, als ob jetzt jeder japanische Band ein Extra dabei hat. Das sind halt schon Incentives für viele. Also für mich leider auch.
dass ich dann doch schaue, weil ich mag das einfach, wenn da noch ein kleiner Print dabei ist. Ja, oder mach doch lieber ordentliche, mach doch lieber ordentliche Limited Editions, wie wo jetzt zum Beispiel wo ein extra, ich habe hier der 14., 13. Band von Parallel Paradise, da liegt ein extra Buch im Hardcover mit bei. Mhm. Sowas, oder bei hier den 6. Band von Nagatoro, da liegt ein Kalender mit bei. Ja. Oder sowas. Oder hier bei dem Ainusaki-chan-Band, da ist so ein kleine, zum Selbstzusammenbauen, so eine kleine Acrylfigur von ihr mit bei. Warum, weiß jemand, warum den Boys Love dann so eine SNS-Karte beiliegt und dem Girls Love nur so eine Postkarte? Weil Boys Love sich besser verkauft. Ich wollte sagen, ist Boys Love nicht so super beliebt hier? Ja. Ich hätte es eigentlich auch cool gefunden, wenn die gleiche Behandlung genossen hätten. Also, dass dann auch mehr Girls Love auf Girls Love geschaut wird und dass da halt auch irgendwie diese SNS-Card dazugefügt wird, weil. Ich weiß nicht. Ja. Wenn schon der Fokus da vielleicht auch da drauf liegt. Leider ist es halt letztlich immer noch so, wenn sich eine Sache verkauft, dann ist es Boys Love. Ja, das stimmt. Ironischerweise allerdings ist Boys Love tatsächlich das Genre, was sich für mich als YouTuber am wenigsten lohnt. Inwiefern? Meine Boys Love Reviews sind tatsächlich am schlechtesten geklickt. Ja, das kommt ja auch auf deine View-Ohrschaft oder die Leute, ja, die dich schon abonniert haben, an. Weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der liest alles und ich klicke dann vielleicht auf Titel, die ich vielleicht im ersten Moment nicht ansprechend finde. Aber dann gibt es Leute, die vermeiden dann vielleicht auch vehement Boys Love. Und dann ja, ich verstehe. Allerdings, ich verstehe es, keine Frage. Ich finde es halt einfach interessant, dass Boys Love trotzdem, du kriegst ja trotzdem mit jedem Video auch Zuschauer von außen, die neu dazukommen. Aber das ist bei Boys Love bei mir zum Beispiel auch gar nicht der Fall. Boys Love, du kannst ja sehen, wer die draufklickt, gell? Ob das dann Abonnenten sind oder Nicht-Abonnenten, oder? Ich glaube ja. Ich kann auf jeden Fall auch gucken, ob ich durch ein Video neue Abos. Ah. Ich glaube, man konnte bei YouTube irgendwo gucken, wie viele von deinen Leuten, die das Video angeklickt oder generell deine Videos schauen, wie viele das tatsächlich abonniert haben. Genau, okay. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sehen. So, Analytics. Also ich meine nur halt, für mich lohnt es sich per se nicht, Boys Love zu reviewen. Ich mache es halt trotzdem, weil ich bin nicht wie manch anderer Manga-Tuber, der nur Videos macht, die sich sich lohnen. Du machst, worauf du Bock hast. Also. Ja. Aber man muss dann auch zu sagen, es gibt viele Leute, die lesen das einfach und sind da jetzt nicht unbedingt großartig auf YouTube oder so unterwegs. Ich bin ja auch erst letztes Jahr so auf die ganze Manga-Tuber-Community und auf Instagram so gestoßen, weil ich mich wieder mehr mit Manga auseinandergesetzt habe und dann ich da reingefunden. Mhm. Also beim 70%, also jetzt bei meiner Tease Me or Love Me Review, 70% waren Abos, 30% Nutzer ohne Abos. Und ja, ich habe durch das Video kein einziges Abo gemacht. Das ist halt einfach bei mir kanaltechnisch so. Boys Love läuft für mich persönlich nicht. Lohnt sich auch beim besten Willen nicht. Aber du machst es trotzdem und das finde ich gut. Ja, wie gesagt, ich bin nicht wie manch anderer Manga-Typer, der wirklich nur das macht, wo er weiß, dass es Klicks gibt. Ich meine, klar, auch ich lade manchmal Videos hoch, wo ich halt drauf spekuliere, okay, das wird geklickt werden. Weil ein bisschen muss ich schon meine Abo-Zahlen und Co. im Blick behalten. Also ich will keinen toten Kanal. Aber eben gerade dadurch, dass ich durchaus eben auch oft Videos habe, die sich rentieren, kann ich es mir auch erlauben, mal so zum Beispiel Boys After Dark auch zu reviewen. Eigentlich ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was mir jetzt einfällt. Girls Love Bait. Bait? Ja, Bait. Queerbaiting quasi. Dein Ansatz hier. Ja, da hatte ich auch schon mit Melli und dem Alex schon ein bisschen im Chat drüber geredet, dass man dann quasi irgendwie Girls Love Elemente vielleicht auch auf dem Cover einbaut, damit dann jemand dazugreift, aber im Endeffekt kommt das gar nicht dazu. Ne.
Wir hatten darüber geredet? Ja, ich hatte es ein bisschen in den Chat reingeschrieben, wo wir aber... Ich hatte ziemlich viel reingeschrieben, vielleicht hast du es überflogen. Ich bin einfach sehr vergesslich, das kann auch. Es ist in Ordnung. Also, ja, und da gibt es halt einige Anime-Serien. Ich meine, eine der bekanntesten, die sogar Yuri im Namen hat, Yuro Yuri. Einer der beliebtesten Manga- und Anime-Reihen, auch in Japan, wo halt, die spielen sehr stark mit dem Girls-Love-Element, aber es ist kein wirklicher Girls-Love. Ja. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Aber dann gibt es halt auch so andere Titel, die halt sehr zum Shipping einladen. Shipping finde ich, by the way, gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm, so. Ich persönlich mag es tatsächlich selber zu shippen, zum Beispiel in K-On! Ritsu X Mio. Best Shipping überhaupt. Alex, du wirst lachen. Ich dachte, K-On! Wird tatsächlich ein Yuri. Als ich das erste Mal geguckt habe, du so, hä, was denn bitte Yuri? Aber ich habe trotzdem gefeiert. Ja, Mem, aber man muss auch sagen, Männer sind da auch praktisch non-existent. Ja, das ist grundsätzlich in solchen Reihen so. Auch Laidback Camp. Was? Laidback Camp hat Yuri Shipping? Nein. Laidback Camp hat Yuri Shippings. Shippings, okay. Aber nicht im Manga drin. Okay. So, weil da gab's hier, weil bei K-On! da gab's doch im Film diese Szene, wo die, oh, ich hab den Namen nicht mehr drauf. Wie heißt die nochmal, die sie mal mit den Katzenspitznamen ansprechen? Hm. Du meinst die immer über Hundespitznamen oder was? Nein, die auch mal Katzenohren aufsetzen. Bei K-On! Also bei K-On! Mio. Nee, Azusa. Ja, da gibt's auch die Stelle in dem Film da, wo sie in London sind, dann denkt sie, oh mein Gott, hat sich hier Dings in mich verliebt und kriegt, dann wird sie ganz panisch schon. Weil sie da diesen Abschiedssong für sie schreiben. Gibt hier auch, wenn ich mich gerade hocke, das Mädel mit dem, ihr kennt den Anime, wo das Mädchen so eine Augenklappe trägt. Es ist, gibt einige. Inava? Shuni irgendwas. Nein, der meint You. In Asa Delusion oder so. Cringe as fuck. Ah, du meinst bestimmt hier die eine hier, die eine beste Freundin von ihr mit den blonden Haaren und dann die andere da. Die, ja, Shuni. Die so populär war, da wird ja auch so viel angedeutet, ja. Shit, ja, das. Angedeutet. Ja, das schaffst die Serie. Die haben ja tatsächlich auch, glaube ich, Kiss gehabt in dem Anime, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber es war ein Unfall-Kiss. Ja, das ist mir so. Unfall-Kiss zählt nicht. Ja. Der Logik nach wäre Naruto homosexuell. Das ist dieses typische, wie kein Mensch hinfällt. Ich falle so hin, dass ich auf die Lippen falle. Ja. Ach, was wir ja auch ansprechen wollten, also abseits von Queerbaiting, wir können da gerne darauf zurückkommen nochmal, ist ja dieses, dass du. Weil ich musste gerade an Strawberry Panic denken. Und das ist ja so eine, die kommt an eine Schule, und also eine Mädchenschule, und das sind zig Lesbenpärchen gefühlt. Und die sich da ja irgendwie so entwickeln. Den fand ich aber gut. Der war, glaube ich, auch, der war zum Teil auch explizit, tatsächlich. Auch einer, ja. Den gab es, glaube ich, auch als Manga, wenn ich mich nicht täusche. Das eigene Light Novel, und der Manga wurde ja. Aber. Sin und ich hatten uns ja eine Liste gemacht, und ich habe da halt auch drauf so unnötig viele Gay Couples. Ob jetzt Strawberry Panic dazu gehört, mag jetzt mal, müssen wir nicht drüber reden, aber mir kam der Gedanke, als ich an das Video gedacht habe, überlegt habe, welche Lizenzen jetzt in diesem Jahr angekündigt wurden, beziehungsweise angelaufen sind. Und dieses weiße Linien, was du vorhin erwähnt hast, ist ja auch so ein Ding, ne? Da hast du ja auch zig Couples irgendwie. Also du hast eine Schule, wo am Anfang im ersten Manga, glaube ich, das eine Couple im Fokus stand, und dann in Band 2 sind es plötzlich wieder zwei andere Mädchen, und das geht so weiter und so fort. Weil für Strawberry Panic kann man ja zumindest irgendwie argumentieren, das ist ja eine Mädchenschule, das heißt, wir haben eh keine anderen Möglichkeiten. Ja, aber ich habe kein Problem damit, wenn, also ich glaube, da ist auch kein, ich stehe damit, glaube ich, auch nicht alleine, wenn du diese Couples hast und die irgendwie Sinn machen und
irgendwie auch zur Handlung beitragen. Aber manchmal hast du das Gefühl, bei Animes wie auch Mangas, dieses möglichst viele Couples irgendwie rein, um irgendwas zu übertünchen. Wisst ihr, was ich meine? Also einen Ausgleich zu schaffen für die fehlenden Content quasi. Ja, ja, hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber geredet gehabt. Also das ist ja, passiert ja nicht allzu selten so, dass du halt zig Couples hast, wo ich mir denke, reicht euch das eine nicht aus? Also wenn ich das statt alles auszuarbeiten, brauchen wir jetzt gefühlt... Das Problem bei so vielen Couples ist halt, dass dann einige Bände halt auch wirklich scheiße sein können. Ja, eben. Zum Beispiel Küsse und weiße Linien für meine Liebste. Ich mag die Reihe wirklich gerne, aber zum Beispiel, ich fand Band 3 fürchterlich, weil ich das Couple aus Band 3 fürchterlich fand. Ja, eben. Also. Gab es aber auch bei Strawberry Pain, da gab es dieses eine Couple da, die irgendwie versucht haben, die Hauptcharaktere irgendwie zu trennen, und ich gedacht habe, ja, man, das waren noch mehr dann Antagonisten dann, ne? Die hast du aber tatsächlich komplett nackt gesehen, ne? Also, da. Natürlich! Da war, glaube ich, so eine Szene, also nicht nur, wo die Sex haben, es gab sogar eine Szene, klar, nur kurz eingeblendet, aber da ist die eine mit der anderen in der Badewanne zusammen, ne? Komplett. Ja, genau. Ich habe den ja gesehen, habe mir gedacht, das hat ja viele Maria Samarada Mitiru-Vibes, und habe ich mir gedacht, ja, und das ist einfach Maria Samarada Mitiru nur expliziter. Ja. Inugami To Neko. Den kenne ich. Also ich habe mal einfach mal Yuri Anime gerade eingegeben und wollte mal wissen, was mir da so angezeigt wird. Hier gut auf Anime Motivation war schon nicht, aber egal. Hier hast du dann auf dem Platz 1 da der gibt es ja auch als Manga. Der ist auf Platz 1? Ja, verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, er hat mir Spaß gemacht, zumindest das, was ich mich grob erinnern kann. Der war nett, aber Platz 1? Ja, vielleicht ist es auch kein Ranking, ich weiß es nicht. Also, es stimmt hier, 19, okay, es ist kein Ranking, es ist 19, die man geguckt haben muss. Und da wäre jetzt auch zum Beispiel Candy Boy wird aufgelistet, Backward Drive Mermaid, Strawberry Panic, Yamibu, oh mein Gott, Yamibu. Das sind auf der Shrine Maid, das ist ja Kanazuka Numiko. Dann haben wir Adachi to Shura, Bloom into You, Citrus, Riddle Stories of, also ich glaube, das ist Agame Kakil, ne? Nee, nicht Agame Kakil, das ist dieses andere. Oh. Kasisan, aber da gibt es ja nur den Film. Den müsst ihr euch alle angucken. Ja. Maria Samaga Mitsuru, Mahime, ja, Kashimashi. Hast du eigentlich Candy Boy gesehen? Du stehst ja so auf Incest, also auf so Tabuthemen. Eigentlich habe ich jetzt gedacht. Warte, Candy Boy? Kenn ich nicht. Musst du dir angucken. Es geht um zwei Mädels. Also es ist. Es geht um zwei Mädels, ist ja unglaublich. Ist ja nicht so, als ob das hier das Thema ist. Warum sagt mir niemand, dass es diesen Anime gibt? Ja. Aber es kommt mir bekannt vor. Also ich habe es zumindest schon mal irgendwo gesehen gehabt, aber noch nie nicht gesehen. Der ist halt mega alt und es gibt keinen Sex, es gibt ein paar süße Momente, aber. Ach, Sex, für Sex gibst du Gingis zur Not. Ich bin auch niemand, der unbedingt. Ich finde es mal ganz nett und so und ist auch mal ganz interessant, das mal zu sehen, aber. Ich bin halt auch mehr so der Zuckertyp. Ach, ich mag beides. Ich mag süß und heiß. Apropos alt, Egmont hat doch angekündigt, dass sie Mila Superstar bringen. Ja. Und es gibt ja eigentlich, das ist total interessant, und ich wünschte unglaublich sehr, also dass da vielleicht auch von den alten Mangas mal was auch hier gebracht wird, zum Beispiel hier von Ryoko Ikeda, die hat ja auch das Thema Homosexualität oft behandelt in ihren Manga. Ich weiß, es ist in Anführungsstrichen altbacken oder vielleicht nicht in dem aktuellen Zeitgeist drin, aber sowas würde ich mir auch wünschen, dass es auch hier lizenziert wird, weil sie, ich denke nur zum Beispiel, das ist sogar ein Anime, den ich mir mal angeschaut habe, einer der wenigen, und zwar, da habe ich auch den Manga gelesen, Onisama-e von Ryuko Ikeda, und da ging es auch um eine Mädchenschule und
Das war auch interessant, weil das eine Mädel, das da frisch auf die Schule wechselt, die verguckt sich auch in eine Mitschülerin und diese Schule hat auch ganz komische Strukturen, Hierarchien und da gibt es irgendwie komische Schülerverbände, keine Ahnung. Und das war auch total interessant und das sind halt auch irgendwie so Sachen, die ich mir auch wünschen würde. Wobei ich glaube, modernere Sachen, wir hätten da schon Priorität, dass da halt gute Stories mal nach Deutschland kommen. Aber sowas hier würde ich mir auch gern wünschen. Oder was habe ich mir vor Ewigkeiten mal bestellt? Hier Claudine von Ryukikeda. Da warte ich ja immer noch, dass da irgendwie eine Versandbestätigung kommt. Vielleicht muss ich das auch mal über Amazon bestellen. Meine Lieferung von Claudine ist verloren gegangen. Wie bitte? Meine Bestellung von Claudine ist verloren gegangen. Ach nö. Ja, und jetzt muss ich endlich mal mit denen nochmal bestellen. Mir wurde halt das Geld zurücküberwiesen. Okay. Aber da halt, sowas halt, das war doch sowas Altes halt mal wieder nach Deutschland nicht. Kommt. Wir kriegen aber das wäre so ein Wunsch von mir, weil ich finde diese Sachen halt einen ganz anderen... Weil es Mila Superstar ist. Und aber nur mal zum Verständnis. Ich habe ja gehört, irgendwie das, was bei uns Mila Superstar heißt eigentlich im Original anders. Und dann, Attack ja. Number One oder so. Ja, genau. Das ist jetzt aber dann dieses Attack Number One oder dieser andere dann, was jetzt nochmal rauskommt? Das ist jetzt Attack Number One. Okay, weil ich weiß, dass bei uns mit dem Intro da war, irgendwie weiß ich, dass bei uns so Kuddelmuddel war mit zwei Werken, die vermischt wurden irgendwie so. Damals, als der Anime lief. Shoujo Sekt müsst ihr euch immer unbedingt angucken. Das ist sehr kinky. Das ist, wie Nami gesagt, das ist knusprig. Den habe ich auf Japanisch hier. Ich dachte tatsächlich, dass am Anfang, ist das mit Shoujo Sekt eigentlich der Anime, wird der eigentlich unter Hentai gelistet? Das ist ein Eroge. Also es ist, er steht in Japan bei den Eroges, ja. Okay, gut zu wissen. Mir den Namen aber der ist so harmlos und niedlich, der so. Das soll was heißen, wenn ich den in meiner Sammlung habe, weil ich eigentlich keine Hentais in meiner Sammlung habe. Also hast du nur den Manga gelesen? Nein, ich hab den Manga gekauft, weil ich den Anime geguckt habe. Da geht's aber noch einen in der Richtung, der so ist, der relativ harmlos ist. Das heißt, der heißt Sono Hana. Birani. Das mit den zwei Schulmädchen, wo die so eine rote Schuluniform haben. Ja, es heißt The Kiss of the Petals. Scheiße, das ist hot. Also das ist hot auf einem. Aber da hat der Respekt sogar noch geschlagen, theoretisch. Ja, jetzt wusstest du, dass es dann einen Nicht-Hentai davon gibt. Da geht eine Folge nur 10 Minuten, aber hey. Weil das basiert ja auf einem Videospiel wieder. Und da gibt es ja mehrere mehrere Mädchen, um die sich die Geschichte dreht. Tatsächlich bin ich ja bei Light Novels noch, also ich bin bei Light Novels, bei Visual Novels noch nicht so tief drin und bei Comics versuche ich mich gerade so ein bisschen Fuß zu fassen. Was ich aber jedem ans Herz legen kann, ist Life is Strange. Da sozusagen die Story zu lesen auf Comic-Form. Die fährt dann sozusagen weiter, wo die Story da geendet hat bei den zwei Mädels, also bei Chloe und Max und halt natürlich Cora Sun, also die Cora Comic als dem ein oder anderen Avatar was zu sagen. Ja, die habe ich auch hier, die Cora Comics. Avatar ja. Ist super. So. Ja, visual noch, wir sind aber auch nichts weiter. Aber nein, dazu gibt es halt ein Anime, ein Kurzanime. Also wie gesagt, bei Comics bin ich mich noch am Reinfinden, aber es ist halt sowieso, wenn du dich mit Girls Love in welcher Form auch immer beschäftigt sei. Wenn es ums Comics geht, Sunstone. Lies Sunstone. Wurde mir tatsächlich auch schon empfohlen. Das ist so. Hab ich auch gelesen. Ich habe einige tatsächlich Girls Love Comic tatsächlich auch in meinem Warenkorb und da warte ich jetzt auf diese Prime Day Geschichte. Vielleicht ist da ja was dabei. Ansonsten, ja. Also da könnt ihr gerne mir auch hier irgendwie so Empfehlungen raushauen, weil da bin ich halt irgendwie noch nicht so der
der Pro gefühlt. Das ist halt einfach noch nicht, da bin ich noch nicht so tief in die Materie eingetaucht. Aber ich glaube, da gibt es auch richtig guten Schüsse und ja. Lee Sunstone. Ja, aber das ist dann auch wieder nur ein Band, oder was? Nein. Nee, das ist eine Serie. Das sind sechs. Okay. Aber das ist schon brutal. 25 Euro für 128 Seiten, also... Die Bände sind riesig. Und im Hardcover. Ja, ich kann dir gerne mal ein Bild schicken, Sani. Die Bände, die passen selbst in mein Fach für Großformat-Bände nicht rein. Die sind echt groß, also das ist Wahnsinn. Die sind größer als ein Großteil meiner japanischen Artbooks. Okay. Die Dinger sind wirklich riesig. Ist zwar Panini, aber Panini Comics auf Internet. Ich glaube, zur Notfall gibt es gleich auch auf Englisch, glaube ich, sogar auf solchen gesammelten Varianten noch. Wollten wir eigentlich nur so Mangas besprechen oder war da auch eigentlich die Idee, dass theoretisch auch abseits dessen, also. Theoretisch auch abseits, I don't fucking care. Ihr wisst, ich nehme es nicht so genau mit Regeln und Co. Regeln, ja, du hättest gern spontan. Regeln sind für Langweiler. Genau. Ja, Regeln schränken einen nur ein. Genau. Seni, sag du mal was hier. Ich gehe gerade meine Notizen durch, aber ich glaube, das meiste haben wir eh schon hier angesprochen. Wir hatten ja auch vorhin schon das Thema ein bisschen, was gilt als Girls Love irgendwie für uns und was nicht. Und ich finde, da spielt zum Beispiel auch der, ich weiß nicht im deutschen Raum, ob das so benutzt wird, aber da gibt es ja auch, was halt auch in Filmtheorie oft benutzt wird, den Male oder den Female Gaze. Da wurde da auch zum Beispiel ja bei dem Harley Quinn Film diskutiert, dass der ja nur um sie dreht, da hat man ja den Female Gaze und in dem Suicide Squad Film hat man ja den Male Gaze auf sie. Und das finde ich zum Beispiel spielt auch eine Rolle, und wie man differenzieren kann, wo es Gaze, Blick, der Blick, genau. Ich habe die ganze Zeit gay verstanden. Nein, Gaze. Ich übrigens auch. Und da finde ich zum Beispiel, es spielt auch eine Rolle, oft wie halt auch was geschrieben wird. Also wenn zum Beispiel es sehr fanservicey ist und halt auch oft leider der Tiefgang fehlt, dann finde ich schon, dass man diesen Male Gaze oft sehr gut spürt. Und ich habe das dann auch oft, dass ich dann irgendwie nach dem Autor nachschlage und dann sehe ich, okay, zum Beispiel hier bei Devil's Line. Ich fand die Charaktere so schön ausgearbeitet und war mir auch unsicher so am Anfang, so wegen dem Style vom Artwork, ob das jetzt eher von einem Mann oder einer Frau ist. Aber dann habe ich herausgefunden, das ist von einer Frau geschrieben. Und ich finde, teilweise merkt man dann ein bisschen den Unterschied, wie man wie der Blick teilweise auf Charaktere geworfen wird. Halt auch oft von einem Autor. Und das ist dann auch oft hier, ich glaube, Crimson Sisters ist ja auch eher von einem männlichen Mangaka gemacht. Freilich. Und da merkt man halt oft, dass das halt auch, wo der Fokus liegt. Bei Schulmädchenreport finde ich das noch irgendwo in der Mitte. Da merkt man auch irgendwie, dass der Blick auf die Frauen irgendwie ein anderer ist, als vielleicht bei einem, in Anführungsstrichen, konventionellen Yuri, der von einer Frau vielleicht verfasst wurde. Aber ist Schulmädchenreport nicht von einer Frau? Nee, das ist von einem Mann. Das ist der gleiche Mangaka, der Maka Maka, oder wie das jetzt gemacht hat. Ich folge dir auf Twitter, aber der zeigt sich halt nicht. Man sieht ja an der Open-Tour-Maler an der MTR-Mangaka, dass es noch lange nicht zeigt, nur weil du eine Frau bist, dass es dann gut umgesetzt ist. Also das meinte ich auch nicht mit gut umsetzen, sondern einfach, wo der Fokus liegt oft. Also auf was geachtet wird, in Anführungsstrichen. Und nicht mich jetzt zu verrennen, ich will jetzt auch nicht irgendwie männliche und weibliche Autorinnen irgendwie in Schubladen stecken, aber ich habe dann oft leider doch, also wenn ich mir meine Manga-Sammlung anschaue, muss ich gestehen, das meiste, was mich anspricht, ist doch von weiblichen Autorinnen verfasst. Ist auch nicht schlimm. Was ich damit sagen wollte, du merkst, hat ein Yuri in Anführungszeichen, ich sage extra in Anführungszeichen, hat der Yuri, also wurde der von A, einem Mann geschrieben,
B, einer Frau geschrieben, B, einer Gay People geschrieben. Das auch, das spielt auch eine Rolle. Wo der Alex auch vorhin gemeint hat, wegen Boys Run the Riot, ich denke mal, dass der Mangakai, weil er ja auch selber trans ist, einen ganz anderen Einblick, ja. Wie heißt es, gewähren kann. Weil diese Mangaka oder auch hier Ratana Sattis ist ja auch gay und Milk Moringa ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, die meisten, also man merkt das auch wirklich. Also wir hatten das vorhin, es gibt eine Lizenz, die ich mir wünsche, und da hatten wir ganz gut ein Bild, so, ne, wir hatten Gunbird. Da kommt es irgendwann zu einer Sexszene und das ist richtig einfach, könnte genauso gut eine Szene aus dem Dojinji sein. Und dann hast du daneben gestellt, also das wäre jetzt für mich das, was man versteht unter Yuri, also im besten Fall, was dann, wo es drauf hinausläuft, und unter einem Yuri, was eher für eine Frau geschrieben ist, ist dieser mit diesem Landlord-Lady-mäßiges, wo du dann, es gibt diese Sexual Tension zwischen den beiden, die liegen einfach nur beide zusammen im Bett. Und die eine tut so über die Handinnenfläche fahren. Ich hab's dem Florian schon, also dem Tyron schon geschickt. Und, ja, ich habe mir gerade angesehen, ja. Ja, und dem. War eine schöne Stelle. Ja. Ich schick's dir gerade auch mal. Guck da mal in 8.2 rein. Klick dich da mal durch. Dann weißt du, was ich meine. Das ist halt einfach, diese Sexual Tension kann man darstellen, ohne dass es irgendwie so anrüchig oder explizit wird. Also im Sinne von, du musst... Ja. Du musst halt nicht auf die klassischen erogenen Zonen in Anführungsstrichen eingehen, sondern dieses Feingefühl da einzuarbeiten, dieses unterschwellige Erotische, das ist auch öfters was dann halt eher vielleicht wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie männliche Mangaka irgendwie in eine Schublade stecken, auch nicht weibliche, aber es ist leider so, was ich halt bis jetzt erlebt habe, dass dann halt eher weibliche Autorinnen das besser einbauen können, finde ich. Ja, das ist ja nun mal ein Fakt, dass man halt, man kann es nie so schreiben, wie wenn man sich selbst ist, sozusagen. Ja, das merkst du halt auch bei einem Gengoro Tagame. Ganz ehrlich, du kannst noch so ein talentierter Schreiber sein, die Geschichten von Gengoro Tagame über Homosexualität, die kannst du nicht toppen, weil der Typ spricht aus Erfahrung. Dadurch kann er das auch tatsächlich, wenn du aus eigener Erfahrung sprichst, kannst du etwas viel besser rüberbringen. Ja. Melli hat das letztens auch sehr gut rübergebracht. Da hat sie eine Yuri-Fanfiction von mir geschrieben. Hat sie gesagt, ja, hat ein Mann geschrieben. Das merkt man. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe selber auch damals, das ist 2012, 2013, da merkt man, dass man alt ist, ne? Habe ich damals... What? Was ist diese Fanfiction? Weiß nicht, was Fanfiction sind. Nein, das war Spaß. Ich wollte einen alten Mann machen. Ja, ich habe selber tatsächlich welche geschrieben und auch selber viele verfolgt, über zig Genres, also über auch zig Serien verteilt, Anime wie auch Normalserien, und du merkst tatsächlich in der Regel, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Es gibt ein paar, die haben es halt besser hingekriegt, andere hast du das echt gemerkt, dass die so ein bisschen eher so gerade damit anfangen mit dem Schreiben, und wie gesagt, ich habe selber auch geschrieben, und ja, also das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, hier, der Florian, also der Tyron, der passt ganz gut in die Runde, weil dem liegt das Thema genauso wie Seni am Herzen, auch wenn die wahrscheinlich nicht so viel gelesen haben wie ich. Und ja, aber alle hier so interessiert sind an sich, an dem Genre, und gerne mehr lesen würden. So. Ja. Also man darf jetzt nichts auf die Goldwaage legen. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich nehme das alles wahrscheinlich auch viel zu viel ernst, weil Hauptgenre, und weil ich mich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Manga einfach offended fühle, weil ich denke,
das ist nicht feinfühlig genug das Thema behandelt oder es wirkt zu aufgesetzt oder ist zu seelenlos. Klingt das jetzt ein bisschen zu drastisch? Ich weiß nicht. Nee, aber ich verstehe genau, was du meinst. Es ist wie so, die Charaktere haben keine Tiefe, die Umsetzung ist irgendwie fragwürdig, dann ist es irgendwie, du spürst die Anziehung zwischen den Charakteren nicht wirklich. Also. Ja, deswegen ist, es ist traurig, aber weil ich muss mich momentan wirklich komplett dem Japanischen hingeben, weil was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig. Weil selbst die, wie gesagt, die bescheuerten Prämissen schaffen es, mehr Tiefgang zu entwickeln, als das, was wir teilweise hier auf Deutsch oder auf Englisch kriegen. Und das ist sad, aber true. Ich hoffe, wie gesagt, dass weitere gute Lizenzen wie Handsome and the Shelter Girl, weil das ist ja auch so, da geht es ja im Grunde dazu, die hat sich verliebt in die und die hält die ja am Anfang für einen Kerl. Und das relativ lange sogar noch. Also dieses Missverständnis ist sehr lange im Raum. Also wirklich sehr lange. Ob es nur im ersten Band ist oder im zweiten, muss man mal gucken. Aber das wird relativ lange tatsächlich, also dieses Missverständnis. Das ist nicht so, nee, du hast das falsch verstanden. Die hat dann auch als Schiss zurückgewiesen zu werden und sagt es dann halt erst. Also das dauert, aber dann, als es dann aufgeklärt wird, ist es so nach dem Motto, ja, es spielt keine Rolle, ob du jetzt das bist oder das bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Deswegen, ich habe mir den echt eher bei Hayabusa vorgestellt, aber der ist jetzt, glaube ich, bei Egmont rausgekommen, ne? Ja, oder kommt, ich glaube, der kommt bei Egmont raus. Welcher jetzt? Handsome Girl and Sheltered Girl? Sheltered Girl. Ja, ist Egmont. Ja. Also sie ist auch wunderschön anzusehen. Also es war wirklich so eine Lizenz. Stimmt von vorne bis hinten. Hat, glaube ich, im Band 2, ich weiß nicht, ob im Band 1 schon 16 drin sind, aber da gibt's so ein bisschen kinky. Also das würde ich auch als uneingeschränkte Empfehlung, wenn das rauskommt. Wie lange geht der? Aber es ist schon eine Serie. Zwei Bände. Ach, mal. Zwei Bände nur, ja. Ich glaube, beim zweiten dann gibt es 6. Also der zweite liegt aktuell, ich habe ja, wie gesagt, einen riesen Haul gehabt vor kurzem und der zweite Band liegt tatsächlich noch bei meiner Family. Hier, ich habe nur hier den ersten. Aber der... Du lässt kinky Stuff bei deiner Familie liegen? Ach komm. Ich habe ja nicht den, wie heißt der, also Michao is interested in Lesbian Problem ganz oben liegen, so. Daher finde ich das nicht so problematisch. Das ist halt so eine Kiste, also eine Box halt mit haufenweise Yuri-Stuff. Da guckt keiner rein. Und wie gesagt, die so viele Kinky-Stuff-Mangas sind da nicht dabei. Und die meisten Cover sind auch meistens relativ unschuldig bei den Yuris. Also ich glaube, Toxic Affair hat schon sehr verruchte. Es gibt einen japanischen, da geht es dann darum, dass sie, also die eine, die geht halt immer diese eine Mitschülerin suchen und die schwänzt halt und da geht es auch ums Requesten tatsächlich und die geht ihr dann halt immer suchen und versucht sie vom Schwänzen abzuhalten. Und die Covers von diesem Manga, Alter, das ist sowas von zweideutig. Zwischen denen passiert, also das ist mehr Teasing als alles andere, aber wenn du die Covers siehst, dann denkst du auch so, das ist irgendwas Richtung Toxic Affair. Aber es ist es nicht. Es ist so. Das finde ich dann auch immer sad, wenn das dann auf dem Cover geteased wird und das dann gar nicht Bock kommt, dann komme ich mir so veräppelt vor. I was deceived. Oder halt auch mit diesen Yuri-Sammelbänden, wo die Illustration auf dem Cover von einer Künstlerin gemacht wird, die gar nicht mal im Band vorkommt. Denke ich mir auch so, why? Ich habe euch gerade eben Chayo Chasing irgendwas geschickt, da das wo Fly tatsächlich auch zeichnet, den Manga. Also bei den meisten Sachen, Fly ist ja wie gesagt macht die schönsten Artbooks. Sie hat auch 2 Artbooks rausgebracht, die ich hier im Schrank stehen habe. Aber die hat tatsächlich auch den Manga gezeichnet. Der Manga. Aber die Zeichnungen sind über alle Zweifel haben.
Ja, ich würde sagen, wir machen aber jetzt für heute mal Schluss mit dem Podcast. Der läuft jetzt auch fast 3 Stunden. So zwei. Schade, ich wollte noch Fira erwähnen, aber da kommen wir jetzt zu. Wir können gerne eine zweite Folge machen. Gerne. Also, falls du mich dann immer noch dabei haben willst. Ja, warum nicht? Immer bereit, allzeit bereit. Also dann sagt mal alle tschö. Tschüss, Leute. Jut, hat Spaß gemacht. Ich habe wie immer das letzte Wort. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Jonetsu to go gefallen. War ein bisschen chaotisch, obwohl wir einen Plan hatten, aber das liegt wohl einfach in unserer Natur, chaotisch zu sein. Ihr Man wisst, muss auch dazu sagen, es ist heute super heiß und ich sitze hier in meiner eigenen Soße gefüllt. Also super heiß vom Wetter her, nicht vom erotischen Standpunkt her, bevor hier wieder einige was anderes denken. Naja, vielleicht das auch. Zwinker, zwinker. Woher weißt du, dass ich keine Hose anhab? Heißt das, er sitzt bei dir im Raum und Zeni sitzt eigentlich bei mir irgendwie in der Wohnung? Aha, Zeni x Melly confirmed. Man merkt, wir sollten aufhören, es aufzunehmen. Wir machen es nicht besser. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Ja, schaut doch bei den anderen vorbei. Ich hoffe, ich denke diesmal dran, sie zu verlinken. Wundert mich, dass Nanni mich noch nicht umgebracht hat, so oft wie ich sie vergesse. Und ja, danke fürs Zusehen und ciao!